Hä? Recap? Ach so, Recap. Ja, Siehst du, wie Wahnsinn, sie sich wieder angesprochen fühlen? Wahnsinn! 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 Diese... Wollte ich noch mehr sagen? 1.4.2080. Prostituierten-Streitwagenrennen in Sukhol von Columbia Industries Horizon. Wir wissen, was sie denken. Und erneut hat Guzo von Rasputin II., wie er sich nennt, einen überaus interessanten Flashmob veranstaltet. Gestern fand in der Mall in Sokol ein Rennen dreier selbstgebauter Streitwagen statt. Während jeweils drei Frauen die Wägen zogen, bekämpften sich die Fahrer und je eine andere Dame mit Schaumstoffknüppeln. Das ganze Rennen zog eine große Zuschauerschaft an und ließ die meisten davon begeistert zurück. Sehen Sie jetzt unseren Videofeed für nur 4 Nuyen. Der Sicherheitsdienst der Mall verhaftete wegen geringer Sachbeschädigung sämtliche Teilnehmer des Rennens. Die Polizei Moskaus verlangt für die innovative Aktion allerdings eine unangemessen hohe Kaution. Helfen auch Sie, Guzo und seine Mitstreiter freizukaufen und spenden Sie hier. Für jeden Nuyen, den Sie ausgeben, wird Columbia Industries einen weiteren Nuyen bezahlen. 4.4.2080. Irina Pavlov bei Bombenattentat verstorben. Zenit. Nachrichten für Moskau. In der heutigen Nacht wurde Irina Pavlov bei einem Attentat im Krankenhaus getötet. Weiterhin kam eine Krankenschwester ums Leben, die sich gerade bei der Koma-Patientin befand. Wie der oder die Täter es bewerkstelligen konnten, Sprengstoff innerhalb des Krankenhauses anzuwenden, bleibt offen. Die Polizei vermutet allerdings den Einsatz von Drohnen. Die Familie Pavlov möchte zu diesem Zeitpunkt keinen Kommentar zu diesem schrecklichen Vorfall abgeben. Der Pressesprecher Rabutniks, Edgar Sovlin, teilte Zenit exklusiv mit. Sie werden sicherlich verstehen, dass die Familie Pavlov tief getroffen, erschüttert über die furchtbare Tat ist. Rabutnik, wir, wird diesen feigen und widerlichen Anschlag mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln aufklären und dafür sorgen, dass die Täter die volle Härte des russischen Gesetzes zu spüren bekommen. Ich persönlich kann der Todesstrafe nicht viel abgewinnen, aber in diesem Fall, in der eine wehrlose, kranke Frau auf so bösartiger Weise ermordet wurde, sehe ich keinen Grund, dafür nicht von dieser Art der Sanktionen Gebrauch zu machen. Es ist ein schwarzer Tag für die Rabutnik-Familie, der uns sicherlich noch lange alle verfolgen wird. Doch die Attentäter sollten sich bewusst sein, dass wir nun alle noch näher zusammenrücken und jedweder Bedrohung von außen gewappnet gegenüberstehen. Weiterhin wurde die Hochzeit von Sonja Pavlov bis auf Weiteres um einige Monate verschoben und der Konzern wird aus Gründen der Pietät die nächsten 2 Wochen keine Werbung auf seine Produkte schalten. Wir haben den 23. April 2080, ihr dämlichen Kackgesichter. Es ist eine ganze Weile vergangen nach Billys AR-Party, es ist eine ganze Menge passiert. Jojo war ja auf Killing Spree. Du kannst dich gleich nochmal einschalten, falls du irgendwas Besonderes machen willst, was zu sagen sei. Wie bereits in den News erwähnt, ist ja die berühmte Persönlichkeit Irina Pavlov verstorben und seit einiger Zeit solidarisieren sich die Rabutnik-Mitarbeiter, zumindest einige von ihnen, mit dieser armen jungen Frau, die so kaltblütig niedergemetzelt wurde, indem sie so AR-Tags haben, sowas wie in Gedenken an Irina Pavlov oder gemeinsam sind wir stark, die Familie Rabutnik hält zusammen, irgend so ein Scheiß, den sie sich sogar kaufen. Die geben dafür Geld aus, tatsächlich. Und das ist gerade so ein bisschen bei Rabutnik-Leuten in einigermaßen Modetrend. Ist jetzt nicht besonders wichtig. Jojo wird sich bestimmt hervorragend darüber freuen. Dürft ihr irgendwas machen und bitte malt noch mehr Penisse ins Großgasch. Ich brauche das heute. Wir haben nur einen Penis gemalt. Genau. Meine Zunge? Was? Ja. Das ist meine Zunge. Das können wir davon vielleicht einen Screenshot machen und das dann nochmal in das Video einfügen. Einfach an der Stelle so. Jetzt meinst du? Zum Beispiel. Weil ich kann einen Screenshot machen, ja. Was hast du da jetzt drauf gemalt? Wo war das denn? Das war ich nicht. Flummis Zunge. Wie machst du denn? Da gibt's Pfeile, Mensch. Deine Mutter. Ja. Ich baue das aber. Jetzt, okay. Wer fängt an? 1, 2, 3.
Mach. Mach mal einen TS-Roller. 1, 2, 3 ist Flumsi. 4, 5, 6 ist Pili. Ja, Mist, damit du hast. Flumsetier hat eine 1. 0, kritischer Patzer. No! Denn sie hat das Talent, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Sie ist eine Schwierigkeit. Eine einzige, winzige Schwierigkeit. Womit soll ich denn jetzt anfangen? Was weiß ich? Mit dem, ich was weiß, was du in dem Monat getrieben hast. Und du wirst es in irgendwelche Texte schreiben, die niemand lesen kann. Und ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt an dem Tag. Können, aber... Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, ob du an dem speziellen Tag halt irgendwas machen willst. Nichts Großartiges eigentlich. Es wird aufgestanden, es wird ein das an Tagwerk verrichtet, was irgendwie noch verrichtet werden muss. Sie wird zwischendurch damit aufhören, wird irgendwas völlig anderes machen, weil sie irgendwie gerade keinen Bock mehr hat, irgendwelche Scheiß zu entdecken, weil das so elend lahmarschig langweilig ist. Wird sich überlegen, dass man mit dem Kram, den sie da gerade auf dem Tisch liegen hat, eigentlich viel coolere Sachen anstellen könnte. Wird sich dann denken, wenn ich das jetzt mit dem ganzen Kram anstelle, dann kriege ich echt eine Menge Ärger, das sollte ich vielleicht besser lassen. Und wird dann irgendwann damit weitermachen und wenn sie fertig ist, den Scheiß wegbringen. Wohin? Dahin, wo es hingehört. Das ist? Jojo entdeckt also Waffen und bringt sie zu den Falcons. Ja, legt sie dann dahin, bringt sie dahin und wird dann wieder abzischen. Gut. Achso, ja, die wird in den Rücken gestochen und irgendwie alle in deiner Umgebung drehen durch und sowas ganz normal. Ja. Mein Milz geht flöten und Was? Ich würde nie irgendwelche Milzen ausstechen. Nur bei Elfen. Kupsch. Ja, okay, danke. Düsen, du. Und Hesselhoff. Hesselhoff, ja, heute bin ich ja der Hesselhoff hier. Alle Hesse sind Verbrecher. Ich denke, dass die gute Billy irgendwie gelangweilt ist. So, erstmal einen Moment. Jetzt gucke ich erstmal, was der 23. April 2080 hattest du gesagt, ne? Ja. Das wäre dann für Billy ganz wichtig, welcher Tag das heute ist. Moment, 2080. Dienstag. Und zwar haben wir einen April. Der hältst du jetzt die Fresse hier? Das ist immer noch mein Job zu gucken, was das für ein Tag ist. Der 23. April 2080 ist natürlich ein Dienstag, Mensch. Mensch. Na, am Dienstag, den 23. April, nach Billys AR-Party schon lange rum. War denn eigentlich, ihr Name ist 123 Milena. Milena, war die denn eigentlich mittlerweile da? Nein, ihr Name war bestimmt nicht Milena. Doch, ach, ihr Name war. Die Milena, ja. Die Milena. Nein. Noch immer nicht. Das heißt, meine finanziellen Mittel sind spärlicher geworden. Lesen sie nicht, habe ich ja gesagt, okay. Das habe ich nach hinten rausgeschoben. Deine Finanzen sind unangetastet, du bist immer noch die Powerbitch mit viel zu viel Geld. Titten, great. Ja, wahrscheinlich, also was würde denn Billy jetzt gerade machen? Die schaut sich im Endeffekt gerade irgendwelche Nägel, die sie gerade fertig gemacht hat, an. Also sprich, die hatte gerade Besuch von Sanja endlich mal wieder. Genau, Sanja war gerade mal bei ihr zu Hause wieder und hat sich die Nägel machen lassen. Also ist bei ihr gerade zu Hause und lässt sich die Nägel machen. Haha, Folger, ass-raped habe ich dich jetzt. So bringt man nämlich einmal ein NSC ins Spiel. Oh nein, wie kannst du mir das nur antun? Ich werde aus der Runde aussteigen. Hilfe, Hilfe. Oh nein. Hier, ja, okay. Endlich sind wir ihn los, den alten Spastiger hier. Irgendwie habe ich Angst vor dem, was heute noch passiert, und das ist nicht mal wegen mir. Das ist unglaublich gut. Ja, okay, Sanja ist da, sie hat sich die Nägel machen lassen. Dieses Mal, was haben denn so Vampirls als Nägel? Nicht nur schwarz, oder? Das wäre low. Bestimmt auch mal rot Silbe. Oder so. Silbe. Und dann so mit roten Blutströpfchen, wie als hätte sie jemanden die Hals aufgeschnitzt. Ajo, und schön spitzig die Ledostra gemacht an den Nägel. So mindestens nur 3 Zentimeter Länge. Also ich dachte, also klär mich mal auf, ich bin ja dumm. Stilettos, dachte ich immer, sind irgendwelche Stiefel. Ja, aber jetzt beim Nageldesign, da gibt es jetzt so gewisse Förmchen, die man sich an die Nägel dran machen kann. Und dann Handy, so kann man dazu sagen, sind es quasi Stilettos. Moment, ich muss jetzt mal einen Link posten dazu. Wenn ich weiterhässle, wird es gar nichts mehr heute Abend. Ist schon, hat einen gewissen Unterhaltungswert für mich, doch. Ich glaube, aber die anderen nervt's einfach nur, oder? Sag mal, was hast du da bitte noch im Kurs gemalt? Da ist überhaupt kein Blut, unrealistisch. Und keine Hämorrhoiden. Das im Moment,
erstens sind die Hämorrhoiden innen liegen bei ihm und zweitens. Ach so, ja gut, dann geht's ja noch. Ist es eine leicht braun-kaki-Farbe, die mit quasi so gewählt ist, als wäre sie mit Blut vermischt. Da ist ein relativ hoher Rotanteil drin. Aber dadurch, dass es schon zugeknascht hat, ist sein Popoloch, ist es einfach so dieses bräunliche eher. Jetzt haben wir es auch geklärt. Oh, guck mal, jetzt haben wir noch ein kleines schwarzes Loch in die Mitte gemalt und dann geht's. Sehr schön. Ich will keine Tischrunde mit euch. Warum denn nicht? Ich weiß auch nicht, ich habe solche Angst. Oh Gott, ich habe diesen Link zu den Stilettos gesehen, das ja. Das sind Stilettos, genau. So, Fingernägel. Liebe Zuhörer, einfach googeln und sich erschrecken. Also ja, das hat sie natürlich auf jeden Fall, das passt leider sogar. Ist doch toll, jetzt mal ohne Witz, das ist voll toll aus. Und zwar das Bild hier, das eine von denen, wo ich gepostet habe. Ich dachte, Silbe mit so Blut dran. Ein Blut-Treppel-Schäß halt, wie das gesagt hast. Genau, sehr gut. Schä. Ja, und kriegst du auch noch Make-up gemacht, wenn sie... Ja, Sanja, möchtest du denn noch Make-up machen, oder bist du quasi mit den Nägeln zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit den Nägeln. Ich hoffe ja, das letzte Mal hat es nicht so gut geklappt, da ist eine, die mir sofort abgebrochen. Ich hoffe, ich komme diesmal ein bisschen besser damit zurecht. Ich meine, die sind ja schon sehr lang. Ja, du musst da aufpassen, wenn du die Dosen aufmachst aus dem Stuffer, dass du nicht immer mit den Nägeln drunter rutschst. Das ist halt auch irgendwo, ne, nicht dafür gedacht. Wie bitte? Entschuldigung, Foxy? Ja? Ich gehe nicht in den Stuffer-Shack. Ja, wer weiß, willst was du dann willst du mich Nägeln irgendwie machst? Heute... So, du möchtest also heute... Oh, die hat du... Nee, also ich bin sehr zufrieden, ich werde damit schon klarkommen. Make-up können wir... Ach klar, mach drauf. Ich bin dann dabei im Laden, das kann man da auch machen. Wie sieht's aus mit Wimpern? Falsche Wimpern? Natürlich, lang. Gut, da habe ich was da sogar. Dann machen wir das doch drauf hier. Moment. Ja, und dann vergnügen die beiden sich, denke ich, doch die ganze Zeit mit schönen Genägels. Ja. Düs, du wolltest doch, dass unsere, nennen wir es Damen, was für die männliche Zuhörerschaft tun. Und da die beiden sich jetzt mit Nägeln vergnügen, Flummi, kannst du bitte kurz einen Sound einspielen? Hä? Welchen Sound? Au, die sich mit Nägeln beschäftigen. Warte, jetzt muss ich den erstmal suchen. Ist der legal? Ich dachte auch eher an selbstgemachten Sound, Ada Edgo. Hä? Egal, zu spät, nee, du bist raus. Ruhe, gell? Hä? Genau. Ach so, ach, das meinst du, ja, okay, Entschuldigung. Aber sexy, bitte. Jetzt ist es schon zu spät. Nein, okay, ja, die werden sich noch mit Nägeln vergnügen. Das ist sehr schön, das ist auch immer wieder wunderprächtig. Und mit Schminken. Besser? Oh, das war doch sexy. Das klang aber schon fast ein bisschen asthmatisch jetzt. Japanisch. Nee, die heulen dabei noch immer, die Japanerin. Du hast es ja nicht gesehen, natürlich hat sie jetzt geheult. Ach so. Natürlich. Was zur Hölle? Ah, okay. Spiel mit dem Glied vom Tod. Danke. Das Nein, spiel mir am Glied, du Idiot. Spiel mit dem Glied vom Tod ist mein Film. Was hast du da jetzt noch mit reingemalt? Eiter? Oder was soll das nee, sein? Die ist feucht. Ach so. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Schneiden. Ich glaube, das wird nichts heute. Da wird nur geschnitten, glaube ich. Am Ende wird dann... Ach, Quatsch. Willkommen zur neuen Episode von... Die geht 5 Minuten. Wie heißen wir gleich? Ja, nachdem du der letzte Episode von uns... Aber wir können den ganzen Blödsinn drin lassen, was sollen die Rumschneierei immer? Ja, also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Jojo tut so, als würde sie arbeiten. Übrigens, seine Ausbeute ist nicht sonderlich hoch, weil... die geneigte Gang sich ein bisschen zurückhalten muss mit irgendwelchen Sachen, die sie da treiben, aus ominösen Gründen. Und Billy... Dann suche ich mir halt was anderes. Und Billy beschäftigt sich mit Sanja und Make-up und Nägeln und es ist episch und Vamp-Girl-like Dark of Death and Funeral oder so.
Habe ich das richtig verstanden, Kinder? Ja, richtig, genau so soll es sein. Ja, und das war White Russian zum. Für heute! Nee, nix und erstmal. Sie meint am Ende noch. Pedau. Nein, das meint sie nicht. Sie sagt nur. Pedau! In 2 Wochen oder so übrigens. Wenn du Lust hast, du wolltest ja schon mal mit in die Katakomben. Da ist wieder eine Soiree. Oh, eine Soiree. Ja, es ist auch, also, naja, das Ding ist ja für alle Spielarten, das Goth und Dark und was weiß ich. Das heißt, da sind doch irgendwelche Neo-Goths oder irgendwelche Cyber-Goths, die da ein bisschen Party machen. Aber ich bin dann wieder in dem ruhigeren Bereich, wo es ein bisschen stilvoller einfach zur Sache geht. Und das will ich nicht Party nennen, das ist dann halt eher eine Soiree. Und wenn du Lust hast, bist du natürlich herzlich eingeladen. Das ist aber sehr lieb von dir, dann ja gerne doch. Natürlich mit passendem Make-up und du weißt, was ich meine. Ja, ich komme dann vorher bei dir vorbei zum Einkleiden und das Make-up machen wir natürlich bei mir zu Hause, ne? Bevor es hingeht. Ich denke, das ist ein guter Plan. So machen wir das. Deal, Schätzchen, Dankeschön. Sag mal, sie guckt sich kurz um. Hast du eigentlich in deinem Laden aus Sicherheitsgründen irgendwelche Kameras installiert oder Aufnahmegeräte oder dergleichen? In meinem Laden, das ist kein Laden, nur mal zur Erinnerung, das ist mein Zimmer. Ja, das ist deine Wohnung, aber du hast ja ein Zimmer, wo quasi du die Nägel machst und sie bezeichnet das immer als Laden. Naja, nee, nicht wirklich. Gut. Du hattest mich gefragt wegen der Sache mit Pelzen oder Schuhen oder irgendwas in der Richtung, ne? Mhm. Ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe dir an dem Tag vermutlich zu viel versprochen. Es sieht folgendermaßen aus. Bei den Sachen. Also es gibt immer irgendwelche kleinen Sachen, wo ich mal Leute unterbringen kann. So ist es ja nicht. Irgendwas abholen, irgendwas von A nach B schaffen, wo vielleicht nicht unbedingt jemand mitkriegen muss, dass das passiert und so weiter. Sachen beschaffen. Allerdings sind das so, die kleinen Sachen sind einfach Dinge, in die ich dich nicht reinwerfen will, weil die, es bringt sehr wenig Geld im Verhältnis zu deinem Lebensstandard und es ist einfach zum Teil relativ gefährlich und relativ hart. Das heißt, da bist du einfach fehl am Platz. Für die Dinge, wo du deine Kompetenzen ausspielen kannst, also dein ganzes soziales Geschick, dein Aussehen natürlich, dein Auftreten, dein Wissen um gewisse Etikette. Ne? Inwiefern Etikette? Du weißt, wie man sich in einer gewissen Gesellschaft verhält. Auch in einer etwas höheren oder betuchteren Gesellschaft. Okay. Du weißt, mit welcher Hand man wie ein Fischmesser zu führen hat und weißt überhaupt, dass es diese Dinge gibt. Richtig. Du weißt, dass man sich, bevor man aus dem Weinglas nippet, mit der Serviette den Mund abwischt. Tupft. Natürlich tupft. Eine Dame tupft. Ja, die Herren sollten das auch tun. Auf jeden Fall, sowas weißt du. Und diese Dinge, da bewegt man sich sehr schnell in Kreisen, wo A, ich mäßig nur damit zu tun habe und B, na, du hast überhaupt keine Erfahrung. Hast du in deinem Leben schon mal was gestohlen? Siehst du. Ich will dich da auch nicht reinwerfen, weil das gefährlich für uns beide sein kann. Und da muss ich einfach drauf achten. Das heißt, im Moment ist es wirklich schwierig, dir was in die Richtung zu verschaffen. Könntest du recht haben? Das tut mir auch sehr leid. Tut es das wirklich? Du hast gesagt, du brauchst Geld. Du bist nicht nur eine gute Kundin, du bist eine Freundin. Ja, es tut mir leid, dass es schwierig ist, dich irgendwo unterzubringen. Ganz nebenbei, dass ich von solchen Dingen natürlich auch immer profitiere. Okay. Aber das ist einfach die Sachlage. Na, okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass das damit zu tun hat, was vielleicht mit meiner Milz passiert ist. Aber ich vertraue dir, ja. Ich vertraue dir, ja. Na, genau solche. In solche sozialen Umgebungen will ich dich halt nicht unbedingt schicken, das ist es ja. Abgesehen davon hat das mit meinem Laden und meinen Geschäften auch weniger zu tun. Mhm. Okay, Bist du jetzt angefressen? Nein. Ich hatte mich nur so auf die Pelzsoiree gefreut, aber... Ja, mit den Pelzen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist zurzeit irgendwie ganz furchtbar. Einfach, weil der Schnitt... Oh Gott, ich habe den Namen von dem Designer vergessen. Du hast ihn bestimmt mitgeschrieben, oder? Ja, wenn wir jetzt kurz eine Jeopardy-Music einspielen, dann schaue ich mal eben auch nach, wie der Typ hieß. Semyonov.
Bei Russians, wir haben Frauen im Spiel, damit sie Jeopardy machen können. Richtig. Semyonov. Der neue Schnitt von Semyonov ist gar nicht so gut angekommen, wie ich dachte. Ich finde ihn persönlich aber auch nicht so gut. Er wird bestimmt jetzt mal irgendwie in der Kollektion nachziehen müssen. Das geht so nicht. Aber auf jeden Fall, er hat einen neuen... die Lieferung wird jetzt von jemand anderem übernommen. Ein größerer Maßstab. Das heißt, er werden nicht nur Pelze und Pelzteile verschickt, sondern auch andere Kleidungsstücke. Und nicht nur von ihm, sondern auch von anderen Designern. Und da dort die Lieferung auch versichert ist, haben sie also sich auch um eine gewisse Art von Wachschutz gekümmert. Und das ist viel schwieriger, an irgend sowas ranzukommen als früher. Das heißt, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich bin da auch relativ enttäuscht, dass ich den wirklichen Preis für diese Waren bezahlen soll, die Ideen einfach. Also sie sind ihnen vielleicht gerade so wert, aber dann ist meine Gewinnspanne doch sehr gering. Das ist nervig. Ich sehe schon, ich sehe schon. Du lässt mich ja nicht am ausgestreckten Arm verhungern. Also ja, hast du einen... Bitte? Wie ist das denn gerade bei dir? Kommst du... Ja, momentan komme ich schon zurecht, kein Problem. Ist ja nicht so, dass ich ganz bekloppt bin. Also das mit der Milz war jetzt halt, glaube ich, so das Schlimmste, was hätte passieren können. Aber deswegen heißt das so lange nicht, dass ich jetzt hier irgendwie am Hungertuch nippeln muss und mich zum Schluss noch prostituieren oder so irgendwas. Ja, ich denke, das wird nicht passieren, dass das irgendwie nötig wird. Man weiß nie, man weiß nie. Also wenn es, bevor es dazu kommt, kommst du nochmal bei mir vorbei und ich versuche dich irgendwo in dem legalen Segment unterzubringen. Und wenn es bei irgendeinem, weiß ich nicht, Common Denominator oder Metal ist, irgendwelche normalen Kleidungsgeschäfte, wo du als Verkäuferin sein kannst, dann hast du sicherlich nicht mehr den Lebensstandard hier, aber du wirst... Also Prostitution ist, steht außerhalb dessen, was dir mal widerfahren wird. Du weißt, dass ich eine Drama-Queen bin, ich muss das sagen, damit die Leute Erbarmen haben mit mir. Sie hebt eine Augenbraue. Jetzt kommst du dann jetzt. Lass mich doch einen Witz machen. Na gut, du hattest mich, ich geb's zu, ich hab das jetzt nicht geschnallt. Mach doch nichts. Doch, das ist jetzt gegen mein Ego, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. So. Oh. Du bist immer noch zur Soiree eingeladen, das hast du dir noch nicht verbockt, aber sei vorsichtig. Ja, Herrin. Bin ich Walli, dass du mich jetzt als Herr... Nein, Walli ist die Mutti. Ich glaube in der Tat, dass die Milz dich irgendwie zurückgehalten hat in mancher Beziehung bei verbalen Kommentaren zum Beispiel. Sag mal, solltest du dich vielleicht nicht wirklich um sowas kümmern? Das hat dein Mundwerk doch gezügelt. Dass ich jetzt mir eine neue Milz einbauen lassen soll, um einfach ruhiger zu werden? Ich bin nur die ganzen Tage nicht rausgekommen hier. Ich muss jetzt irgendwie, mir juckt's in den Fingern. Ich muss, glaube ich, mal wieder, ich muss irgendwo hin. Na dann raus mit dir. Mach mal was los. Ja, ich glaube, ich muss mal telefonieren nachher. Okay. Das klingt sehr nach Action. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns vielleicht in 2 Wochen. Und wenn noch irgendwas ist, wo ich dich Risiko reinbringen kann, melde ich mich auch. Ich gucke auch nochmal, was mit Pelzen so los ist. Vielleicht kann ich dir ja nochmal ein Hint geben, wenn mir was einfallen sollte. Okay, cool. Danke. Schön. Für was denn? Ich danke dir. Ich danke dir für die Nägel und die Schminke. Ja, ich muss jetzt auch aufstehen hier. Ich spüre jetzt gerade meine Milznarbe wieder quetschen. Ah. Mhm. Ja, gut. Wir sehen uns. Schätzchen, mach's gut, ne? Oh, ich hatte auch mal mit 12 einen blauen Fleck am Knie, der... Ich weiß nicht, ob ich es nach Hause schaffe. Könntest du mir vielleicht ein Taxi rufen und bezahlen? Moment, ich kann doch den Pink Panther dir eben einfach dich hin- und zurückfahren lassen, oder nicht? Auf Wiedersehen, Foxy. Sie küsst dich auf... Genau. Oh, auf die Milznarbe, bitte? Nein. Warum denn nicht? Nein, hier gehauchtes linke Wange, rechte Wange. Deine Mutter. Moment, das sind Orthodoxe, die müssen 3-mal küssen. Okay, also Russen, linke Russen Wange, Orthodox. Rechte Wange, deine Mutter. Siehst du, habe ich doch alles richtig gemacht. Okay. Dann verabschiedet sie sich und geht. Ah! Nerv ich dich heute irgendwie vielleicht mehr? Nein, es ist einfach super. Ach, schön. Ja, gut. Der Milznarbe zwickt. Natürlich zwickt die zwickt immer. Vor allen Dingen, wenn du drüber redest, also wenn du so dran denkst, dann wird es immer nochmal... Ach, ich fühle eine gähnende Leere in mir. Billys Fall, gähnende Leere könnte man auch... Naja, lassen wir das.
Ja, ich glaube, ich, was sagt denn die Uhr? 3 Uhr, so 4 Uhr rum oder was? Das ist völlig dir überlassen, was du willst. Okay. Ich werde meinen Comlink herauskramen. Kram. Und ich werde die Nummer des einen Dingens, das immer durch die Gegend wedelt, anrufen. Und somit klingelt dann Gejojo. Nein, wir haben uns... Entschuldigung, das habe ich dir noch nicht gesagt. Wegen der vorletzten Folge. Müsste das inzwischen sein. Würde es jetzt immer heißen, Jojo, dein Ding rappappelt. Ach, war das... Meint ihr Ding rappappelt? Yep. Habe ich da wieder einen Trend geschaffen? Yep. Scheiße. Jojo, dein Ding rappappelt. Aloha. Aloha. Billy! Richtig. Jojo! Hi! Was denn? Mir ist fad. Das ist gut. Nee, ist dann unternehmen gut. Wir jetzt was. Ach, das ist gut, ja. Ja, was ich hab nämlich eigentlich schon alles und irgendwie sind alle Leute langweilig und komisch und... Ich auch? Ja, nee, du nicht. Aber die, mit denen ich heute zu tun hatte. Deswegen, warte. Wo? An der Haltestelle. Welche? Trepionowfer Straße. Trepionowfer, das ist ja wieder im letzten Loch hier. Das war auch nicht ernst gemeint. Okay, wo? Was machen wir denn? Keine Ahnung, schlag was vor, ich hab keine Ahnung, was wir machen könnten. Ich auch nicht. Warte mal, wir machen das jetzt doch ganz einfach. Warte. Die erste AR-Werbung, die jetzt reinflattert, wenn wir jetzt einfach random klicken, das machen wir. Alles klar. Ha? Okay, warte. AR-Werbung, go. Kaufen Sie noch heute Ihren Metabolismusfilter. Okay, das war jetzt wahrscheinlich vom Polyclub. Was? Nein? Das ist eine ganz normale Evo-Werbung, die finden, dass es manchen Leuten gut stehen würde, wenn sie nicht mehr rülpsen und furzen müssten und ihr Schweiß nicht mehr stänke. Wie zum Beispiel Elfen, die immer so tun, als würden sie nie kacken oder als würde ihre Scheiße nicht stinken. Ich weiß auch nicht, an wen ich da jetzt gedacht haben könnte. Immerhin, das ist ja heute nicht da, wir haben ja noch ein paar Elfen zur Auswahl. Oh, Billy. Das war die erste AR-Werbung, sorry. Wir sollen jetzt einen Polyfilter kaufen gehen. Nein, einen Metabolismusfilter. Meine ich doch, einen Metabolismusfilter, dass ich nicht mehr schwitze. Ja, das ist ein ganz normales Bioimplantat und das passt doch perfekt für Billy. Für Evo. Ja. Mein Flummi, wo... Flummi sag ich schon. Was? Wie, wo? Jojo, wo dürfen wir nicht mehr hin? Hä? Wieso? Nee, Moment, wer war denn das gleich? Ich hab's wieder vergessen. Es ist so was viel willst Zeit du vergangen. Eigentlich von mir? Wo gehen wir jetzt hin? Schwimmen! Schwimmen? Ja. Na, ich hab hier gerade irgendwie einen Flyer gesehen, deswegen gehen wir jetzt schwimmen. Ja, warte, hier, AR-Flyer. Badeparadies. Ich war noch nie da. Gott, da muss ich mich ja extra dick abkleben. Oh ja. Ich war noch nie da. Warst du da schon mal? Nee. Gut, dann waren wir jetzt beide noch nie da. Das heißt, wir haben jetzt Grund genug, uns das mal anzugucken und das mal auszuprobieren. Es kann sein, dass es fürchterlich furchtbar wird. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht witzig wird. Und wir haben beide nichts zu tun und dann können wir das mal machen. Okay. Gut. Wer holt wen ab? Komm, hol du mich doch ab. Okay, verdammt. Ich muss gerade noch, ja, nee. Aber wir können mit deinem Auto dahin fahren. Ja, natürlich fahren wir mit meinem Auto dahin. Ich muss doch wegen meiner Narbe aufpassen. Wieso musst du wegen deiner Narbe aufpassen? Na, mit deinen Sitzen, das tut dann weh. Hä? Oh, ich muss mir auch noch unbedingt jetzt, Moment, ich hab noch diesen Stage, wie heißt denn das gleich wieder, Mensch, verdammt. Oh, guck mal, da ist abends sogar noch irgendwie Fete oder sowas. Das klingt interessant. Beach Party. Honolulu Beach Party. Da gibt's bestimmt Hula-Röckchen. Und Kokosnuss-BHs. Die passen bei mir nicht, die Kokosnüsse. Tja, hättest du dir mal weniger Silikon in die Brüste reingestopft. Das ist saline Füllung. Das sind... Hättest du dir mal weniger Kochsalz in die Brüste reingestopft. Ich hab das nicht selbst gemacht. Hättest du dir mal weniger Zeugs in die Brüste reinstopfen lassen. Hättest du das mal zum Doktor gesagt vorher. Hast du einen Schnupfen? Nein. Achso, gut. Dann bin ich auf dem Weg zu dir. Was zieh mal, also was... Was zum Schwimmen? Gute Idee.
Hier. Nicht wahr? Nimm einfach deinen Krams mit, ansonsten leiste dir meine Sachen passen dir nicht. Ja, das stimmt wohl. Du bist auch einfach riesig. Ja. Ja. Bin ja eine große Frau. Du bist Goliander. Goliander? Das hört sich an wie Holunder oder so irgendwas. Oder Koriander. Ich komme jetzt so mit. Ich fahre jetzt zu dir los. Ihr könnt ja labern, weil ich fahre. Ja, mach das. Anscheinend brauchen wir das gerade. Offensichtlich. Du? Was ich denn? Komme zu dir. Ich komme raus, wenn du willst. Nee, gehen wir da nüchtern hin? Naja, ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn wir schwimmen gehen, dass wir zumindest einigermaßen nüchtern sind. Wir können doch ins Babybecken gehen, oder? Da kann man doch noch nicht ertrinken. Na, trotzdem. Außerdem kann es sein, dass die uns vielleicht nicht reinlassen, wenn wir betrunken sind. Ich hatte es nicht an Trinken gedacht. Es kann sein, dass die uns vielleicht nicht reinlassen, wenn wir drauf sind. Wir können uns aber was einbauen, wenn wir drin sind, oder? Wenn wir es reingeschmuggelt kriegen, ja. Na, wenn da was getackt ist, dann kriegen die das doch nicht mit. Das packen wir da einfach mit rein. Ich tack das mit rein. Dann, wenn wir in der Umkleide sind, dann können wir uns da ja quasi noch schön was, ne? Das könnte klappen. Also, Deal, ich komme zu dir. Aber dann nimm genug mit, wenn wir den ganzen Tag aushalten müssen. Moment, ich habe mich da jetzt auf dich verlassen. Du hast so, ja, ich habe genug. Gesagt. Ja, dann siehst du. Also, okay. Bereiten wir es vor, ich komme jetzt rüber. Gut, bis gleich. Tada. Ich muss mal ganz kurz AFK. Ich habe das gerade richtig verstanden. Ihr wollt dann Drogen nehmen, die Billy an ihren Hoden befestigt hat. Besser gesagt, an ihrem Hodensack. Quasi dann zwischen Hodensack und meinem Anus. Awesome. Ja, ich wasche mich ja schön mit Hakle trocken. Hakle feucht. denkt bitte an das wasserfeste Klebeband. Ja, Moment, ich springe ja nicht ins Wasser, wenn ich noch den Kokseimer hinten dran hängen hab. Nee, ich meine allgemein fürs Tucking. Achso, natürlich. Es ist ja immer so. Warum muss da Jojo dran denken, wenn Billy sich zu tacken hat? Hä? Was? Wieso? Hä? Das habe ich jetzt nicht gehört. Du hast gesagt, denkt. Bitte, du hast im Plural gesprochen. Ach so, ja, natürlich. Oder sprichst du jetzt in der dritten Person von mir? Denkst bitte Spieler und Charakter oder so. Ach so, ja. Wenn ich wüsste, was ich rede, wäre es nur halb so lustig, Mensch. Stimmt. Eine Frage habe ich noch. Ja. Was im Co-Sketch seid ihr jetzt fertig oder noch nicht so? Ich mache immer mal wieder einen Screenshot über den Abend verteilt, damit wir... Nee, ich frage bloß, weil es jetzt schon irgendwie... ganz schön also, krass ist. Die Power-Aura ist doch geil. Die ist, ja, oh okay, Gott, gut. Ich liebe sie. Und die Sonne? Die Sonne scheint mir aus dem Arsch, Kollege. So. Und das andere sind dann Sonnenwinde, oder was? Super Idee. Ja. Ich hab gesagt, Brummeli, 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 ne? Das heißt, ich fahre. Brummli, 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 ja. Oder warte mal, hat mir nicht gesagt, Moment, epischer Ton. Was hatte ich das letzte Mal gesagt? Du schlägst bei Jojo auf. Siehst du, das ist gleich viel besser. Die Tür wird aufgerissen. Ah! Hallo? Hi. Ich flashe den Pelz offen vor deinen Augen und darunter ist ein Mini-Mikro-Bikini quasi nur, bis auf die Hotpants, die sie anhat. Aber das Oberteil ist ein Mikro-Bikini. Jojo steht davor. Du trägst nichts weiter als ein Mikro-Bikini. Wir haben zwar jetzt April, aber ich glaube, es ist immer noch kalt. Ich hatte gerade gesagt, sie flasht ihren Pelzmantel. Das wirst du nochmal anhören, wenn wir den Schnitt fertig haben. Dann genau. Deine Mutter ist sehr dick, entschuldige. Deine Mutter sitzt auf dem Fernseher und guckt Couch. Hat mal alles schon, kommt es. Na, okay. Tut mir leid. Dann hält sie die Hände vors Gesicht. Uah, es blendet. Moment, ich habe meine Brüste abgepudert, ja? Die glänzen nicht. Aber es ist monströs. Komm an meinen Busen, Schwester. Hase. Da komme ich nicht hin. Mizi. Tauche deine Nase zwischen meine Brüste. Aber die sind so hart. Die sind gar nicht hart. Die sind so hart.
Die sind gar nicht hart. Was die so vor? Die sind so hart. Kann ich jetzt reinkommen? Ist kühl hier. Natürlich kommst du rein, Mensch. Ja, danke schön. So, willst du Marshmallows haben? Ich habe gerade frische Marshmallows reinbekommen. Marshmallows? Hast du jetzt endlich die Schwänze gefunden in deinem Programm? Ich habe die Penisse gefunden, extra für dich. Das wurde jetzt aber auch Zeit. Ja, ich habe Penisse, Brüste und Muschis. Brüsche? Die sind eine Mischung aus Brüsten und Muschis. Ja, Brustmuschis, das ist ganz neu, zwischen den Brüsten. Kannst Brustmuschis, mal der Traum eines jeden Mannes. Mannes. Dankeschön. Wunderbar. Brust. Was ist denn dann bitte der Traum einer jeden Frau? Penis. Der neue Cyberpenis von Evo mit Vibrationsfunktion, 4 verstellbaren Größenformen, die nahtlos zu bestimmen sind, verschiedenen Härte- und Weicheeinstellungen und eingebauten Klitoris-Stimulatoren. Können wir bitte den Analfaktor dabei nicht vergessen? Ich finde, da müssen Analenschuhe auch noch dazukommen. Das zusätzlich und natürlich auch auf Wunsch eine Gleitgel-Absonderung. Okay. Mit 74 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die muss man aber erst dann in den Penis einfüllen. Schön. Dann kann man auch schön den Ejakulationsapparat steuern. Ich stelle mir gerade vor, wie so der Straßensamurai übelst hochgedingst, übelst hochgezüchtet mit 1000 Millionen Cyberware-Stücken. Dann angibt hier mein Cyber mit 4 Sprungen pro Mikrozentimeter und hier Reflexbooster Stufe 1000. Ich bin schneller als der Blitz und mein Penis, ne? Mein Penis erst. Also ich komme jetzt bei Jojo in die Bude. Ja, Entschuldigung. Hier wird gerade eine Riesenschüssel Marshmallows unter die Nase gehalten. Yay, ich pick mir lecker eins mit den Fingerspitzen heraus und kaue es sehr genüsslich langsam nach innen. Jojo stopft sich eins komplett in den Mund. Kaust du sonst nach außen? Natürlich. Wie eine Kuh quasi, so wiederkäuend. Ich bin ja in Bulimie. Klar. Dabei hat Jojo niemanden erschossen. Noch nicht. Das war heute nicht in Planung. Es war eigentlich nie in Planung, ist das Problem Hatten dabei. Wir das jemals geplant, dass wir... Ja, wir haben dem Wachmann ins Gesicht geschossen. Also ihr. Aber also mit Gel. Nichtsdestotrotz, Alter, kriegst du mal eine Packung Gel in die Fresse aus 2 Metern Entfernung. Nee. Gunfist war auch geplant, Leute. So war der nicht geplant, glaube ich. Also jedenfalls nicht von Billy. Egal. Jojo schmeißt sich aufs Sofa. Ich mache erstmal Mischung. Ja, das hast du ja schon wieder vergessen, dass wenn ich hier ankomme, dass wir keine Mischung haben. Und dann musst du mir jetzt mal gucken, was du in deinem Zauberkästchen hast, sobald wir eine Mischung haben, ne? Also ach so, ja, stimmt, küche. Mein Zauberkästchen. Du Zauberkästchen, ich küche. Ja, Jojo geht zu dem halbfertigen Modell. Nee, es ist noch nicht halbfertig. Mist. Es ist noch nicht genug Zeit vergangen. Von was denn überhaupt? Ja, es ist eh noch nicht genug Zeit vergangen. Das ist du beim nächsten Mal, wenn du zu ihr kommst, und genug Zeit vergangen ist, musst du das dann feststellen. Okay. Ich stelle fest, dass ich nichts feststelle. Genau. Ein Haufen Einzelteile auf dem Tisch. Herr Kursch. Dann breitet sie gerade ein paar Tütchen und alles Mögliche vor dir auf ihrem Tisch aus, auf dem kleinen. Was suchst du dir aus? Was hab ich denn zur Auswahl? Was alles Mögliche zur Auswahl? Schnucki. Ich möchte erstmal meine Nase pudern, glaube ich. Nee, Koks hab ich nicht da. Wie kein Met, nicht mal? Warte. Ich muss erstmal selber hier. Ich war schon so lange nicht mehr da dran. Frevel. Na, ich muss so selten an mein eigenes Zeugs ran. Weißt du, meistens hat irgendwer irgendwas und dann kriegt man halt was. Wir haben uns jetzt fast 2 Monate nicht gesehen. Das stimmt. Kind. Jetzt trinken wir erstmal einen Moment hier und dann machen wir einfach einen auf Auge zu. Picken und dann rein und dann gucken, was passiert. Hä? Warte, hier. Was hab ich denn? Ich hab Ex. Ein bisschen Ecstasy hab ich noch. Ein bisschen Speed. Ja, also. Da ist auch ein bisschen GHB. Nee, das jetzt nicht. Und Gras. Nee, das brauchen wir vielleicht schon abend dann. Nee, hey, du hast noch ein Ticket.
Ach stimmt, ein Ticket habe ich auch noch. Nee. Ich habe sogar zwei. Nee, Alter. Das... LSD im Schwimmbad. Yes. Das geht zu weit. Ich glaube, Ex ist genau das Richtige. Ex? Ex oder nie wieder Sex? Ex und Hop? Oha. Das war wieder ein Karlauer. Ja, gut, du bist dafür, das zu verpacken, dafür zuständig. Verpacken? Ach so, verpacken, ja, natürlich verpacken, aber wir fahren jetzt nicht hin. Ja, und, nee, wir trinken was, wir fahren dahin, wir packen uns was ein in der Umkleide und dann haben wir, was wir wollen. Den Rest können wir im Spind lagern oder so. Oder woanders. Was ziehst du denn an? Oder aus? Hä? Einfach irgendwas? Wie? Warum soll ich mir jetzt Gedanken darüber machen? Ich habe eh nicht so viel. Sowas. Na dann. Warte. Hier. Sie schmeißt ja gerade einfach, das ist ein ganz normaler Bikini. Er ist grün und er hat einen riesengroßen Smiley, sowohl auf der Brust als auch auf dem Hintern, der die Zunge rausstreckt. Du mit deinem Smiley, darf ich dir den roten Knopf auf den Kopf malen, wie ein Schussloch? Wieso? Oh, und sie hat ein neues Tattoo, passt übrigens. Wird. Ja, sie hat schon ein neues Tattoo. Warte, ja, das sieht man schon. Kriegst gleich einen Link, das muss ich dann nur noch hochladen. Schon wieder ein neues Tattoo. Kind, deine Haut ist bald weg. Quatsch, nee, so viel ist es gar nicht. Tschüss. Schade. Wow, wo ist es denn? Es braucht Ewigkeiten. Was braucht Ewigkeiten? Bis du deine Tattoo entblättert hast. So, das ist auf der Hüfte. Es ist jetzt nicht so riesig groß, aber es ist jetzt auch nicht fürchterlich klein. Also Hüfte, Taille, sowas. Ach, Moment, hier. The Backman. Yay. Nicht so auf der Hüfte? Ja. Okay. Ja, eher so Taille, dachte ich, oder? Ja, meine ich ja so taillemäßig halt. Okay. Schick. Tätowieren, hä? Sollte ich auch mal wieder drüber nachdenken. Ich hab mich noch nicht getraut. Warum hast du dich nicht getraut? Ich weiß nicht, ich hab mir noch kein tolles dafür überlegt. Wir können mal zusammen gucken, wenn du willst. Wo denn? Weiß ich nicht. Je nachdem. Entweder du gehst direkt zu Sergei und du lässt dir was von ihm basteln. Wer? Sergei. Ich höre nur Gay. Na, es ist der die Tattoos gemacht hat. Ach so. Der ist ganz das witzig. Das weiß ich doch nicht. Na, der ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, irgendwann können wir da mal hingehen. Vielleicht, wenn ich mir Neues stechen lasse oder so. Egal. Na? Können wir dann mal machen. So. Machen wir doch. So, ich habe die Teile jetzt verpackt. Das ist gut. Dann bastel ich mir jetzt noch eben den restlichen Quatsch in die Tasche, weil ich brauche ja auch irgendwie noch was für heute Abend. Da wirfst du dir hier so ein Beachtuch um die Hüften. Ja, nee, klar, sowas, aber dann der ist ja dann nass und das nervt dann irgendwie, da habe ich dann keinen Bock drauf, deswegen wird's dann ein anderer, das passt schon. Ach, dafür hat man ja zwei. Na gut. Ja. Die Madame, aha, Frau von und zu Rotz. Lass mich doch auch mal eitel sein. Ja bitte, da freue ich mich doch drüber. Los geht's. Ab in Pink Panda, nimm einen Mantel mit, draußen ist kühl. Im Gegensatz zu dir trage ich ja auch einen Pulli. Ja, im Gegensatz zu dir trage ich aber auch was Stil hat. Ey. Das ist nicht wahr. Wohin? Nein. Aha, aber sowas von. Lügerin. So, wir gehen jetzt. Los, raus. Diddle-diddle-diddle-ding. Und im Auto. Ja. Wir fahren. Ja, schön. Was denn? Ey, hab Spaß. Ja, sicher dat. Sicher dat. Ich muss nochmal ganz kurz hier kurz ein bisschen rumpimmeln. Aha. Pimmelst du mal rum hier? So, ja, ihr fahrt nach, was ist denn das? Ich glaube, es war ein Sokol, das Ding, oder hatten wir überhaupt was festgelegt? Nee, ne? Das wolltest du festlegen, wo das ist. Also, das ist ein Sokol. Wo haben wir das eigentlich in der, im Forum stehen? Ich glaube, das ist nur auf WordPress, oder? Nee, das ist nur im Forum. Ja. Die Blaue Lagune? Fluff, Hintergrund Fluff. Die Blaue Lagune ist aber sowas von auf WordPress. Gut, dann ist sie auch im Hintergrund Fluff. Dass wir nie wissen, wo wir was haben. Die White Russians sind sehr gut organisiert. Wenn es um Drogen geht.
Aber erstmal in Wellnessbereich, oder? Also ihr kommt da an, wir machen das mal schön Schrittchen für Schrittchen, ne? Es ist also schon ein ganz schön mächtiger Bau mit viel Glas, wie das halt immer bei irgendwelchen Freizeitbädern so ist. In vielen schönen Farben, es durften sogar einige mit, hier irgendwelche Sprayer durften sogar eine Wand, die nicht aus Glas war, ein bisschen hübsch anmalen, aber natürlich familienfreundlich und dennoch keck. Ach, schön. Ihr habt eine Schlange, die ist jetzt gar nicht so unheimlich lang. Ihr müsst halt ungefähr 10 Minuten warten, bis ihr eingelassen werdet, eure Szene vorzeigt und bezahlt. Ich sag das nervige nur Kinder. Ich sag das nur am Rande. Natürlich gibt es auch ein, zwei nervige Kinder vor euch. Ist halt so ein Familiending und tatsächlich halt so ein Urlaubsding für manche Lohnsklaven. Das ist zwar öffentlich, das Ding. Es ist aber auch so, dass die meisten größeren und auch ein paar kleinere Konzerne so ein paar, ich will es nicht Stände nennen, aber Läden ist auch falsch. Die haben so abgetrennte Bereiche, wo sie ihren Scheiß verkaufen. Was halt immer so hast, irgendwelche Schwimmbrillen, irgendwelche hier Shampoo und so ein Gedöns. Bikinis kannst du auch noch kaufen, wenn du da Bock drauf hast. Und es ist, was wollten wir eigentlich noch so wissen? Nicht so viel, ne? Es ist halt schön, kann man machen. Heute Abend ist tatsächlich noch Honolulu-Party und Pimmel und Panzen. Ein Traum wird wahr. Mir fällt gerade was ein. Was denn? Gossip. Über? Pass auf. Achtung. Ich habe durch Zufall nochmal Vicky getroffen. Ach Gott, und? Pass auf. Hier, Steppy, ne? Der hat ja so übelst erzählt mit ihr, mit Vicky hier und ne, rumgedingse und was weiß ich nicht was. Du erinnerst dich? Komm schon, nein, echt. Weißt du, was der Witz ist? Nein. Also, sag. Der hat nur rumgetönt. Vicky ist direkt eingepennt. Die ist böse. Direkt eingepennt. Da ist nichts mehr gelaufen. Also zumindest nicht, dass sie es wüsste. Das ist ja. Ist ja was. Oh je, der Arme. Was soll da man denn da noch sagen? Da ist nichts mehr gelaufen, der hat nur Scheiße erzählt. Da hat er wohl, aber das muss einem doch auch irgendwo ein bisschen jetzt leid tun. Du meinst, dass er voll rumgetönt hat mit oh ja und bla und war gut. Jetzt musst du es ja aus deinem schwarzen Büchlein rausstreichen, ne? Du hattest ja extra noch. Du hattest doch sie extra noch ins schwarze Büchlein reingeschrieben von wegen und sie war eine 7. Das stimmt. Ja. Na, das hat er gesagt. Also wenn er der Meinung ist, entweder hat er keinen Anspruch oder Ach, meinst du, der hat die vielleicht geraped, weil sie geschlafen hat oder was? Nee, das glaube ich nicht. Also, das wäre ja aber auch wirklich unter aller Sau. Oh, ich glaube, dann wird sie bestinkig. Ja, ob die sich dann auch dran erinnern kann überhaupt, ist dann die andere Frage, ne? Nee, ich glaube, da ist nichts gelaufen. Na gut, dann ist ja jetzt auch dann, ne? Tja. Ja, die Schlange wird halt kürzer und Billy ist dann auch dran, bezahlt, das ist Lebensstil bei dir. Da fällt mir gerade noch was ein. Die Moment, ich habe vorhin was gesagt, lass mich in Ruhe jetzt. Ja, bezahlt das fällt mir doch den ein. Tagesbeitrag, den man da halt entrichten muss. Du bekommst halt kurz eine Einweisung, du kriegst dann so ein Armbändchen, wo du dir vorher ein bisschen Geld draufziehen kannst, um halt da irgendwie Fressen oder so einen Scheiß da drin zu bezahlen. Hast halt einen Spind, wo du dein ganzes Gedöns reinhauen kannst, weil viele Comlings ja jetzt nicht unheimlich wasserfest sind und so. Und Alkohol erst halt später am Abend und dann auch nur im oberen Bereich und ansonsten kannst du dich jetzt amüsieren. Flommi! Du bist Mensch, so fies. Wie ist denn das mit deiner Sinn? Na, du wolltest ja nur, du erlaubst mir ja nicht, dass ich mir eine besorge. Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Ja. Oder? Also du bist so die nächste, du bist die nächste in der Schlange. Man lächelt dich freundlich an. Herzlich willkommen Sie in der blauen Lagune. Drauf. Das ist also prinzipiell ist da hauptsächlich Online-Überweisung von einem Konto. Habe ich keins. Du hast eins, hatten wir gesagt bei der Wohnung. Ja. Und? Ja, das ist natürlich. Also wenn du das bezahlt hast, wird halt noch mal kurz die Szene angeguckt. Tada. Das heißt, du meinst, du überweist einen Profi mehr. Mhm.
Quark, Blödsinn, muss ja gar nicht. Ha, den kann man auf einem Credstick rübergeben, das ist doch viel schlauer. Also wie nur, du bezahlst das Ding und dann nimmst du den Credstick oder den ganzen anderen Waffen. Wir gucken dann. Warum, das sieht doch keiner, wenn du da direkt am Schalter sitzt. Ja, nur der Typ halt direkt hinter dir. Wieder aber ich meine, das? Frau. Na, wenn ich warte, dann bin ich schon gespannt, wann ich dran bin und gucke mal, was der vor mir macht. Das ist tatsächlich echt? So. Ja, ich auch nicht. An der Kasse beim Aldi, wenn ich mir wieder meinen Buttplug kaufe, ist es tatsächlich so, dass ich dann irgendwann mal denke, was macht er denn hier? Deine Mutter dann sitzt bei Aldi unter der Theke. Dann mache ich so, dass er es nicht sieht, weil er gerade abgelenkt ist. Dann würfel doch mal Fingerfertigkeit. Lässt er mich schon wieder würfeln, die Sau. Würfel! Ja, Moment. Dys hat extra das TS-Ding angemacht, Mensch. Ja, das halte ich ihm ja auch sehr zugute. So viel zum Thema, kein Drama mehr. Wir fliegen direkt aus dem Spaßbad raus. Ja, du gibst also wie den Kratz. Wie viel hast du denn gewürfelt? Zwei Erfolge. Muss ansagen. Genau. Zwei Erfolge. Muss ich genau. Gar nicht. Muss sowohl. Deine Mutter muss irgendwas. Ich höre gleich damit auf mit der Mutti und so. Ich gehe an zu deinem Party über, wie auch immer. Also Jojo schippt da einfach noch einen Credstick rüber. Der fällt runter, da kann man nichts machen. Über die Theke. Oh! Ich glaube, ihnen ist da nichts. Ich glaube, ihnen ist da ein Kaugummipapier heruntergefallen. Es ist nicht wertvoll. Nee, der Typ nimmt es halt entgegen. Unauffällig, er scheint doch auch dergleichen gewohnt. Also er guckt weder besonders überrascht noch ist er besonders ungeschickt beim, ne, und so weiter. Nimmt das Ding, steckt es kurz in seinen Comlink, sieht den Betrag, nickt freundlich und gibt dann dieselbe Einweisung und denselben Kram wie Billy. Gut. Handtücher gibt's da ja auch gleich vorneweg, oder? Also ich meine, da kriegt man ja Handtücher dazu, oder nicht? Ja. Gut, okay, ich wollte ja nur fragen, nicht, dass es dann später halt, habt ihr denn Handtücher eingepackt? Nee, habt ihr nicht gesagt. Nicht, dass du sowas Alter. Machen würdest. Alter, du dreckiges Mistschwein. Ich bin ein schlechter und äußerst widerlicher Spielleiter, aber so eine Scheiße mache ich aber wirklich nicht. Nee, ich hab jetzt nicht gesagt, du musst so erstmal wieder Boden gut machen, lieber Spielleiter. Ja, du musst erstmal wieder Boden gut machen. Wisst ihr was? Ist ein so gemein. Die White Russians haben etwas gegen ihren Spielleiter. Richtig, da stehen wir. Leider nichts, das wird. Ja, das werden wir noch sehen. Gut. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf die Tischrunde. Aber gut. Ihr, kommt dann zu den ihr kommt zu den Umkleidekabinen, geht da rein, kleidet euch um, packt das Zeug und spinnt nämlich an. Darf ich nochmal sagen, dass Billy im Endeffekt nur in ihrem Pelzmantel kommt? Ach, nee, das. Ups, warte mal, Moment, Kommando zurück, die kommt nicht in ihrem Pelz, also die hat ihren Pelz an, aber die lässt ihren Pelz wunderschön im Parkhaus im Auto liegen und sieht den abgeranzten an, den Jojo. Der ist nicht abgeranzt. Der ist abgeranzt mittlerweile, der liegt die ganze Zeit im Auto rum, der stinkt bestimmt. Und den sieht sie quasi an, um den Weg von Parkhaus zu Kasse zu überwinden, weil wenn der Arsch... Hast du vorher nicht angesagt, so, jetzt bist du tot. Das siehst du, genau das meinen wir, lieber Spielleiter, genau das meinen wir. Jetzt fliegt dir eine fliegende Kuh aus dem Weltraum auf den Kopf. Tja, hast nicht anders gewollt. Ist er aus ein gefrorener Kuhfladen von der Kuh aus dem Weltraum. Ist er aus dem Zürcher Orbital rausgefallen, die Kuh? Jupp. Vom Mars. Awesome. Ja, okay, natürlich hast du das mit deinem Mantel gedeichselt. Ich freue mich ja, dass Billy nicht mehr ganz so Mantelpelz fixiert ist. Überhaupt nicht. Die schläft nicht. Und dass man sie nicht mehr darauf hinweisen muss. Oh, weißt du was? Liebe Zuhörer, merkt ihr, wie wir ein richtiger Shadowrunner, wir lassen unseren Pelz im Auto. Ja, muss sein, Kollege. Kollege! Hier, Kollege! Ihr seid umgekleidet und habt das Zeug im Spind verstaut. Ihr wolltet euch im Umkleidedings noch kurz zuziehen oder so, ne? Richtig, ja, nicht zuziehen. Ich meine, einwerfen. Mein Gott, dann nimmst du eine Pille und schluckst einfach mal kräftig. Das sieht aus wie ein Kaugummi. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass Jojo nicht MDMA oder Ecstasy oder irgend so ein Gemisch meinte, sondern schon X die Shadowrun-Droge, ne? Ja. Ich sag das nochmal für Dys. Ja, was dachtest du denn? Ich hab Ecstasy extra, aber du wolltest X haben. Ich wusste jetzt gar nicht, dass wir... Ich habe Ecstasy extra angesagt. Oh, schön. Was baue ich mir denn da jetzt an? Ein? Der Unterschied ist gar nicht so gewaltig. Ach, das eine war so ein Ableckplättchen einfach nur, ne? Hä? Moment, nee, das ist Asia, glaube ich, was du meinst. Ja, nee, das ist was anderes. X ist halt im Wesentlichen wie MDMA, von dem, was du so mitkriegst. Aber
es erhöht noch mehr die Sensitivität deiner Tastsinne da. Und du wirst ein wenig ralliger, läufiger. Oh oh, das ist in Kombination mit Billys erste Mal wieder draußen, nicht jetzt unbedingt. Ja. Tja. Oh oh. Aber sonst halt dasselbe. Du denkst immer, das, was du laberst, ist total wichtig und total was Neues und du redest viel und gern und so weiter. Und halt, ne? Noch MDMA. Mehr als sonst. Ja, ja, MDMA halt. Okay. Next Level haben wir gesagt. Und es ist eine super Idee, damit schwimmen zu gehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich werde dann irgendwann... Ja, nee, machen wir mal. Ey, werft euch das Zeug ein. Perfekt. Mute. Wirkdauer? Ein paar Stunden. Ein paar Stunden, ich guck gleich nochmal genau. Yay. So und so minus Konst die Stunden irgendwie. Game Terms, jetzt kommt wirklich die fliegende Kuh. Der Fladen. Bzzz. Gut. High Life. Genau, wir gehen kommt raus. Da raus. Wir gehen schwimmen. Wir gucken uns das erstmal an, wir waren ja genau. Beide noch nie da. Wir gucken uns erstmal um, was wir, so am wir Start laufen ist. Jetzt hier voll durch die Gegend und so und gucken erstmal, was hier so geht. Vor allem mit voll den Blinkern im Gesicht. Also, oh, guck mal da, wo haben wir Sehr schön, nein. Doch, vielleicht, ich weiß es nicht genau. Also, ihr habt halt so ein fettes, geiles Erlebnisbad. Das heißt, ihr habt Sand in vielen Bereichen, da halt mit den Liegestühlen und mit irgendwelchen kleinen Bars, mit so Palmenverschlägen, künstlich, versteht sich, wo man halt auch so ein bisschen was trinken kann, was essen kann und so weiter. Dann habt ihr da ein extra Becken, damit man sich den Sand von den Füßen dann quasi abmacht, bevor man ins richtige Wasser steigt. Da gibt es einen Wildwasserkanal, da gibt es extra einen kleinen Außenbereich, es gibt ein paar Whirlpools, es gibt natürlich Kinderbecken. Es gibt Rutschen, ein paar, die total super geil sind, ne? Und es gibt sogar irgendeinen kleinen Abschnitt, wo du halt den UV-Anteil. Nee, ist das überall? Das hast du ja geschrieben. Nee, Jumi. Also pass auf, es gibt. Überall ist halt so ein geringer UV-Anteil drin, weil ne, man will ja Urlaubsfeeling und bla und was weiß ich nicht was, aber da halt nicht, also im ganzen Schwimmbad nicht genug, um Sonnenbrand zu kriegen. Es gibt einen Raum, da hast du, der ist halt auch nochmal extra hier mit Strand und bla mäßig aufgemacht irgendwie. Da ist der UV-Anteil, also es ist quasi wie eine, so eine Sonnenbank von Deckenleuchtern, aber ich gehe mal davon aus, dass die es 2080 hingekriegt haben, dass das Licht nicht so fürchterlich ekelhaft ist, sondern das irgendwie mit ins normale Licht reindingsen können, sodass es quasi so ist, wie als würdest du dich in die Sonne legen. Ja. Und da kannst du dann halt auch noch richtig assi toasten. So is it. Das Bad aber halt ist auf dem Handtuch. Und nicht in dieser komischen Sonnenbank, wo man Platzangst kriegt und ich immer noch nicht verstehen kann, wie sich da irgendwer überhaupt mal reintun kann. Weil du nicht weiblich genug bist. Das stimmt. Aber gut, das Ding ist ziemlich gut gefüllt. Ihr habt also auch viele Kinder, Frühpubertäre, Postpubertäre, welche in der Frühadoleszenz und so weiter. Also die Vollpubertäre, da rum, die hast du vergessen. Vollpubertäre, natürlich. Also solche Leute wie mich. Und die sind da im Wellenbad, die rutschen, die haben halt Spaß, die gucken natürlich den beiden Neuankömmlingen, wenn ihr da rauskommt, so eine Gruppe von halbstarke männliche Mitglieder der Gesellschaft, die also natürlich Mitglied. Dann auch Mitglied, genau, die dann ja. Auch Billy natürlich hinterher pfeifen und die hört noch: Ja, aber wer nimmt denn dann die kleine hässliche Freundin? Cool, Dude, Alter, krass. Also solche haben sie da auch. Ihr habt die Sorte von Bitches, die noch krasser geschminkt sind als Billy. Bei Billy ist natürlich nicht so viel, die ist perfekt, also ganz toll, ne? Aber ihr habt welche, die super bitchy dort rumlaufen und abfällige Blicke in deine Richtung werfen, als wärst du quasi die unangemessen hier auftauchte. Ansonsten viele Familien und auch ein paar ältere Menschen, die dann aber eher in diesen Wellnessbereichen zu finden sind oder auf der Liege, weil das halt wirklich der Urlaub für viele Lohnsklaven ist, ein, zwei Tage in den Dingen, denen sie sich leisten können. Da gibt's auch ein nahes Hotel, was dann quasi das ganze Feeling noch perfekt macht. Das hört sich doch nach Feiern an. Ja. Ihr seid ja auch schon in ungefähr 20 Minuten in guter Stimmung. Ja. Wir holen uns auch erstmal einen antialkoholischen Fruchtcocktail, weil du ja gesagt hast, erst ab 8 Uhr gibt's da richtig was, oder? Ja, erst ab 8 gibt's da Alk.
Und dann auch nicht in dem Bereich, das Ding hat ja mehrere Etagen, sondern oben ist dann richtig Beach-Party-Teil. Also da ist dann ohne Wasser, beziehungsweise ja, da gibt es so ein paar Springbrunnen oder so ein paar Wasserfälle und so ein Gedöns. Aber da ist dann halt auch richtig geil mit Mucke und Gedöns. Schön, das hört sich doch gut an mit DJ und Party. Allem drum und dran. Ei, super, aber ich würde auch jetzt erstmal vorschlagen, bevor uns jetzt endgültig die Ladung einfährt, würde ich doch vorschlagen, dass wir uns auch nochmal auf die Wasserrutschen begeben, oder? Jojo grinst. Das dachte ich mir schon fast. Ja, dann geht's rutschen hier. Na, dann komm. Ja, ich bin doch schon. Ich will keinen Angestelle haben. Du musst aufpassen. Wir gehen hinterher nicht wieder runter. Nö, gibt's nicht. Also mitgehangen, mitgefangen, weiß ich auch schon. Sind das solche Wasserrutschen mit, wo man sich mit was reinsetzt, oder sind das so ohne mit reinsetzen? Es gibt beides. Das sind ja, glaube ich, 5 Rutschen insgesamt. Also es gibt 2 mit Schwimmringen oder so im Gedöns. Ich sollte öfter Gedöns sagen. Und die anderen 3 sind dann halt ohne. Scheiße. Nein, Gedöns. Die eine Rutsche heißt nicht Kantgrinder. Aber es hätte schon was. Wie wär's denn mit Spülung? Ja, das eine ist die Spülung und das zweite ist die schwarze Hölle und das dritte ist die kinderfreundliche Superrutsche mit tollen Spaßerlebnissen. Dann gehen wir zuerst drauf. Das dachte ich mir. leider wird Billy da von der Größe nicht mehr durchgehen, Jojo aber schon. Die ist nämlich ja, bis klar. 1,50. Ich fange dich am Auffangbecken dann auf. Übrigens, anders. Will Jojo alleine diese Kinderrutsche oder nicht? Ich frag nur. Natürlich will sie. Sie macht alles. Gut, ich meine, du wirst natürlich dementsprechend angeguckt von Präpubertären und den Eltern von den Kleineren, wenn da diese tätowierte Frau mit dem Pac-Man, der gerade irgendeinen Geist abknallt und irgendwelchen Zombies auf dem Arm da einfach mal hochhüpft. Obwohl daneben steht. Nicht brennen. Ach, nicht brennen. Ja auch. Dann hast du ja recht. Entschuldigung, war völlig irrelevant. Siehst du? Ja, ist auf jeden Fall eine Kinderrutsche, ne? Hui! Du siehst, während du halt die Kinderrutsche machst, die hat auch einen kleinen Außenbereich, draußen ist halt kalt, aber das ist ja der Keke, dass die anderen rutschen, also hier die Spülung, ne? Da wird Billy mit dem Tucking aber aufpassen müssen. Das klappt schon. Die hat in der Umkleidekabine ja noch mehr Zeug. Dann rutscht Jojo halt vor. Das geht schon. Ach so. Und Billy hat das ja bestimmt auch mit, wie heißt der Kack? Nicht Büroklammern, sondern Tackernadeln festgemacht. Ja klar, ich hab mich hier nur mal zu Hause selbst gepierst hier. Das nennt man Tucking dann, weißt du? Tackering. Schön. Wunderbar. Officing ist das dann. Okay, es war jetzt nicht witzig, aber... Egal. Ja, da hing ein bisschen zurück. Ja, tut mir leid. Tut's dir gar nicht. Doch, ein bisschen schon. Heute ist alles erlaubt. Ihr habt ja immerhin leckere Hodendrogen gehabt. Die haben aber gut gerochen. Ja, nach Rose. Nach Lavendel, Mensch. Richtig. Das ist so ein Alt-Oma-Ding, Lavendelduft. Nein. Nicht im Zusammenhang mit Billys Hoden. Rasiert bitte, ja. Ja, natürlich, sonst geht's ja nicht gut zu tacken. Ich hab mich da belesen. Penisschweiß. Es wurde auch Zeit. Na, besser als Grind oder der Vorhand vorkratzen, oder? Das ist richtig. Mit Penisschweiß kann man leben. Der riecht zwar irgendwie immer anders als anderer Schweiß, aber es ist einfach... Die White Russians haben keine besondere... also Schweißabsonderung am Penis. Das schon, aber... Die White Russians haben keinen Fetisch für Penisschweiß. Nicht alle von uns. Muss einfach mal gesagt werden, jeder weiß es, aber niemand spricht es aus. Ja, es ist so ein Tabuthema, was wir immer ankratzen hier, ne? Was grinnt oder vor? Inzwischen ist es echt nicht mehr tabu, inzwischen ist es nur noch traurig. Wir brechen hier die Lanze für sämtliche Vorhaut-Grindkratzer und... und Trockenfisch. Penisschwitzer. Man merkt, dass wir uns 3 Wochen nicht gesprochen haben, oder? Ja, irgendwie so. Ich hab mich aber noch, es gab noch keinen Anlass, dass ich gepiepst werde heute. Ne? Ja, ach. Genau. Du Dreckiger, du. Penisschweiß, Geschmack auf der Zunge und Geruch in der Nase. Münsterkäse quasi. Freut sich Jojo über die Rutsche und lässt sich von Billy auffangen. Yay.
Aber nicht den Mund offen stehen lassen, so in dem Fall, dass das Tucking dann doch wegging. Da hab ich ein größeres Problem mit als Jojo. Was? Nö, ich hab da nichts dagegen. So ja, doch, weil das Tucking dann auffällt. Ja, aber ne, dann musst du den Blowjob gegenhalten, dann ist das Tucking gar nicht mehr so wichtig. gibt's nicht. Ach so. Ja. Schön. Dann geht's weiter. So, und dann lässt Jojo sich auffangen und nimmt Billy so. Und jetzt, nachdem ich mich aufgewärmt habe und alle Eltern im Umkreis, ja genau sie, verärgert habe. Gucken Sie jetzt mal nicht so. Die entsprechende Frau und auch ihr Mann, die aussehen, als hätten sie, würden sie sich einen Vorgarten leisten können, auf jeden Fall Gartenzwerge darin, ziehen jetzt ihr ungefähr vierjähriges Mädchen von euch weg. Du kannst später rutschen, da sind gerade merkwürdige Leute. Ja, das, du kannst später, wir gehen erstmal vielleicht ins Wellenbad, da kannst du auf Papas Schultern sitzen, hm? Wie heißt du denn, meine Kleine? Bärbel! Du weißt doch, wie das ist. Die langen Ohren, die sind halt ein bisschen komisch. Wir gehen erstmal ins Wellenbad, ja? Dann ziehen sie das Mädchen wirklich weg. Hat die das gerade echt gesagt? Ja, ich glaube, das hat die gerade echt gesagt. Hast du da ein Problem mit? Seit wann schämst du dich denn? Hä? Wofür schäme ich mich? Keine Ahnung, deswegen frage ich ja. Warum fragst du denn, ob du das wirklich gesagt hast? Gehat, gedette. Du bist komisch. Immer. Du das bist komisch. Das habe ich gerade aus ihrer Aussage gelernt. Ich bin nicht komisch. Komm, wir gehen jetzt rutschen. Schon wieder? Ja, auf eine andere. Ach so, okay, let's go. Klar. Yay. So, na, jetzt bin ich die Größte. Ich war gerade auf der Kleinsten, jetzt bin ich die Größte. Ach so, jetzt ja. Könnt ihr bitte Rutschgeräusche machen? Und bitte jetzt noch ein kindliches Schreien, wenn man im Dunkeln ist. Wie schreit warte, denn mein Kind? Warte. Moment, ja, das machst du. Ja, ich überlege gerade, wie macht man das denn? Das klang irgendwie ein bisschen psychotisch, aber hat mir gefallen. Das war eigentlich mein Troll-Gnom. So. Das war auf jeden Fall hochfrequent. So eigentlich im Dunkeln. Ja, da gibt's auch dunkle Rutschenabschnitte, die halt komplett so ein schwarzes Rohr sind und da ist halt dunkel. Ein schwarzes Rohr sind wir hier im. Ja, ihr rutscht im braunen Salon. Seid ihr jetzt zufrieden? Ich dachte, bei schwarzem Rohr dachte ich eher an Porn. Das müssen wir vermutlich rauspiepen. Du meintest ja, also das... Porno mit maximal pigmentierten Mitgliedern unserer Gesellschaft, ja? Na klar, sind die Mitglied. Ja, ich merke schon, das ist auf jeden Fall super. Gut, ja. Es ist heute schlimmer als je zuvor. Ich habe euch so lange nicht mehr gehört, ich musste einfach heute voll raushauen. Das hat sich angestaut bei mir. Lass es raus, lass es einfach laufen. Willst du wissen, was sich bei mir angestaut hat? Heute muss er raus, heute ist er fällig. Oh yeah. Oh yeah. Genau, wir fallen ins komische Becken, Dingsbums, fürchte ich. In was für ein Becken fallen? Billy kann stehen, Jojo nicht. Ich kann dich auf den Arm nehmen. Bei der größten Rutsche, das ist ja dann eine von denen mit Reifen. Oh, okay. Hast du am Ende sogar nochmal so eine Wassergegenflut, die dich halt dann richtig aus dem Reifen pustet und boah, du bist ins Wasser gefallen. Ich bin nass. Was passiert denn mit deinen Haaren, wenn die nass werden? Nichts. Das perlt halt besser ab als bei normalen Haaren. Kann ich mir vorstellen. Billys Haare dürfen doch nicht nass werden. Ja, dann Billys musst du Haare sind komplett aufsetzen. Nass. Oh je, gut. Dann muss ich mich jetzt abtrocknen. Oder gehen wir in den Whirlpool? Wir können auch in den Whirlpool. Let's go in the Whirlpool. Du meinst als Kontrastprogramm? Wie Kontrastprogramm? Sind wir jetzt wieder bei maximal pigmentierten oder was? Nein. Ach so. Als Kontrastprogramm zum Rutschen Dings Bums Gedönse of Death. Ach so, ich bin jetzt erschöpft anyways. Das war so alles so anstrengend jetzt. Und so witzig, ich bin die ganze Zeit am Lachen hier. Das liegt an der guten Laune und an... Der Sonne. Der Sonne, genau. Das Melanin. Und Melanom. Und das Melanom. Geschwister. Ich glaube ja, gehessische. Gehessische? Gehessische Schwestern. Gehessische Schwestern, alles klar. So wie der Hesselhoff. Wieso rede ich jetzt eigentlich, als wäre ich betrunken? Ich bin gar nicht betrunken. Nee, du bist aber was anderes. Gut drauf. Natürlich. Ja, ich habe doch jetzt gar nichts gesagt, dass du nicht gut drauf bist, oder?
Ich bin doch froh, wenn du mal gut drauf bist, Schwester. Ja. Hier auf die Liege. Liege? Ich dachte Whirlpool. Ach so, Whirlpool, ja, get go. Ja, ich dachtest das du doch vorhin. Ja, was ich sag den ganzen Tag und dann nicht mach, das ist doch da, überlassen. Da, wo es blubbert, ohne dass man pupst. Kann man gar keinen Queef von sich lassen dann. Ja, ich sowieso nicht, aber du vielleicht. Schwierig. Oh, Queef mal. Queef mal ins Wasser. Das geht doch nicht auf Kommando. Wie, du hast keine Kontrolle über deine Schamgemützel? Nicht so. Ach so, okay, gut. Ja, ich kenne mich da ja nicht aus. Das geht nicht auf Kommando. Warum denn nicht? Ja, da musst du erstmal Luft rein. Ha, dann setz dich mal auf so eine Düse drauf. Besser nicht. Genau das Geräusch macht's dann. Ja, Herr Spielgeleiteter, wir sitzen im Whirlpool gemütlich und lachen die ganze Zeit dumm mit riesen Blinkern als Auge. Habt ihr euch gerade darüber unterhalten, wo ich denke, dass ihr euch drüber unterhalten habt? Na, ich, wir sind ursprünglich darauf gekommen, indem Jojo sich darüber gefreut hat, dass es im Whirlpool blubbert, ohne dass man pupst. Du weißt doch, was ein Queef ist, oder? Ja, klar weiß ich das. Ach du, ja, aber das habe ich ja gemerkt, aber er scheinbar nicht. Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile gedictionaried. Nee, ich dachte an halt normal South Park, Funny Part, normaler Standard, Assi-Tony. Ja. Ja, genau. Also, du wirst da wohl davon ausgehen können, dass ich mich mit dem Assi-Tony und seinen Weisheiten genauestens auskenne. Ja, wunderbar, die muss man auch studiert haben, finde ich. Ja, hab ich auch, sehr lange Zeit. Wunderbar. Whirlpool, ja. Alles klar, einige Leute verlassen den Whirlpool, ihr habt mehr Platz, ist das nicht wunderbar? Oh, schön, tschüss. Die haben alle Angst vor uns. Nee, die haben alle nicht. Angst vor zu viel Spaß. Das ist mir doch egal. Ja, Jojo breitet sich jetzt aus. Ich mich auch. Eine Düse für den Rücken, Achtung auf die Narbe und eine Düse für die Füße. Ach, es zieht schon ein bisschen in der Narbe. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Du bist Elfe. Eine alte Elfe. Keiner weiß, wie alt Elfen tatsächlich werden. So. Wunderbar. Jojo spielt mit den Blubberblasen. Wie macht sie das denn bitte? Das frage ich mich auch gerade. Sie versucht, sie einzufangen. Mit ihrer Queaving. Nee, mit Utility. Den Händen. Sie hat kein Jojo dabei, mit dem sie rumspielen kann. Das heißt, sie wollte was anderes. Utility. Ach, ist das ein schönes Wort. Wir stehen wie immer für Bildung mit Niveau. Nivea. Also du schaffst es auf jeden Fall, Blubberblasen zu fangen, glaubst du jedenfalls. Ja, das ist gut. Das ist auch nur Beschäftigungstherapie. Sie baut sich eine Herde auf. Eine Herde von Blubberblasen? Ja, eine Herde von Blubberblasen. Das musst du mir zeigen, wie das geht, ohne Witz. Irgendwann werde ich das schaffen. Nein. Sie schafft es. In ihrer Vorstellung. Ja, es ist ja, eine schön. Herde mit einer sehr hohen Geburten- und Sterberate, ja. Richtig. Eine schnelllebige Herde, aber das ist in Ordnung. Billy steigt ein und macht Blubberblasen mit ihrem Mund. Also nicht im Wasser, sondern die macht solche Schaum, du weißt auch, Spuckeblasen. Boah, ihr also seid echt. Die ist drauf, Mann, was verlangst du denn? Die macht einfach mit. Nee, ich hätte das nur nicht von der Lady erwartet. Das finde ich ja sehr schön, dass du das machst. Die ist gerade drauf, die ist gerade nicht in dem Status einer Lady, tut mir leid. Nicht gut? Oh, es ist nie gut, wenn der Spielleiter würfelt. Ja, du machst Blubberblasen mit deinem Mund, easy. Also Spuckeblasen. Er würfelt 4 Würfel und ein hat einen Erfolg, nur keiner weiß, auf was er würfelt. Das macht Düs, ich glaube, du musst nicht jeden Wurf erklären, weil das ergibt sich doch meistens. Nee. Okay, also ich hatte eine 5, eine 3, eine 4 Würfel, und eine 2. Würfel besser mit deinen eigenen Würfeln und sag uns gar nicht, wenn du würfelst. Das ist viel cooler. Genau. Deine Mutter ist viel cooler, es war schneller so. Stimmt, ja, irgendwann, nachdem die Herde so oft mutiert ist, dass Evolution ein schlechter Scherz ist gegen die Mutationen und die Evolution, die Jojos Blubberblasen vollführt haben. Das klingt irgendwie immer noch bescheuert. Springt sie auf. Keine Ahnung, was du meinst. So, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Okay. Was denn? Ich kann hier jetzt nicht mehr sitzen. Kann man hier Sandburgen bauen? Können auch Volleyball spielen. Oh, Volleyball spielen. Let's go. Also ich weiß nicht, ob wir das können, aber ich weiß, dass es hier auf jeden Fall Volleyballfelder gibt. Wir können es ja versuchen. Wenn uns jemand mitspielen lässt. Wir sind ja hier irgendwie der abgeranzte Dreck vom Erdbeerfeldacker. Klar.
Erdbeerfeldacker. Ah nee, ich will jetzt kein Erdbeermuster. ich habe gerade überlegt, ob ich meine Haare jetzt erdbeermusterförmig einstelle, aber ich habe mich dagegen entschieden. Deine Haare, Moment, deine Haare Erdbeerform wie? Erdbeermustermäßig. Na, die sind rot und haben diese komischen grünen Punkte drauf. Das sind Erdbeeren. Okay. Hast du noch nie Erdbeeren gesehen? Doch, natürlich habe ich schon Erdbeeren gesehen. Aber egal. Volleyball? Ja, klar. Let's go. Ja, ihr kommt zu den zwei Volleyballfeldern. Das eine ist gerade belegt mit... Wir wollen ja mitspielen irgendwo. Wir wollen ja nicht chill doch mal deine Base. Er sucht Base, sich gerade irgendwas, womit er uns ficken kann, damit wir nicht mitspielen dürfen. Niemand kannst lässt du, uns mitspielen. Kannst du mal, Entschuldigung. Kannst du kurz das Fickgeräusch mit I machen? Danke. Ich mach mit. Wir danken Edgo für diesen epischen Moment, den keiner versteht. Auf jeden Fall. Das eine, das hilft ja viel. Das eine ist belegt mit Leuten, die nicht unbedingt aussehen, als hätten sie Bock, dass jemand mitspielt. Das sind nämlich solche Pros, weißt du, die spielen öfter Volleyball und die haben es total drauf und die wird auf jeden Fall ihr Spiel versammeln. Das andere, das sind einfach halt ganz normale Leute, die ganz normal da bisher zu zweit spielen und da hättet ihr auf jeden Fall Platz. Und die sehen auch nicht so aus, als würden sie sagen, nee, du nicht, du bist klein und die andere ist groß. Hallo! Hi. Er kriegt den Volleyball in den Kopf. Er selbst ist ein Elf tatsächlich. Ja, ja. Oh, noch echt? Einer. Du hast ein Elf im Spiel als NSC? Hat er irgendwelche widerlichen Narben oder stinkt? Toll, jetzt kann ich ihn die widerliche Narbe nicht mehr aufdrücken, deineswegen. Das ist ja klar. Normal. Sau gut. Er hat eine Warze auf der Stirn. Warze? Eine Er hat eine... Auf dem Podex. Nein, auf der Stirn. Kaum bei Elfen schwer unterscheiden, ich weiß. Nein, er hat also eine Warze auf der Stirn, aber es ist eine elfische Warze, also sie ist anmutig und wunderschön. Sieht aus wie eine Rose. Die glitzert. In Regenbogenfarben. Oh, das. Ach, schön. Ich muss mir kurz mal die Tränen aus dem Dings stoppen. Penis aus dem wischen. Aus dem Anus. Also Gott, der Typ. Was wird das für eine Folge, Kinas? Go, sorry. Also der Typ. Also ich habe gehört, null Abonnenten. Gut. nee, der Typ mit der Warze. Ansonsten braune. Wir kriegen unseren ersten Hater mit dieser Folge. Ich glaube nicht. Braune, kurze Haare. Elfen haben ja keinen Bart. Das ist ja schade. Doch, das ist ein witziger Elf. Er hat sich einen Backenbart tätowieren lassen. Also die Bartstoppeln dazu. Tatsächlich, ja. Steil. Er hätte sie sich auch einfach einpflanzen lassen können. Vielleicht ja, aber das ist weniger bescheuert. Hat nicht irgendjemand von euch auch hier kosmetische Bodytech als Wissensfertigkeit? Oder nö, war das eine andere Runde? Ich habe Naturkosmetik à la Spinnrad. Ja, Spinnrad. Nee, Make-up-Art. Ich habe Make-up-Art. Nee, hilft nicht. Okay, also er hat sich Bartstoppeln tätowieren lassen, ist sowieso völlig egal. Trägt irgendein T-Shirt, wo drauf steht Ork Power. Ja, heute steht da drauf Ork Power. Und eine Badehose. Und der andere, das ist anscheinend sein bester Kumpel. Jedenfalls tritt er jetzt auch ans Volleyballfeld und schießt dem anderen, dem Elfen, so ein bisschen Sand an die Hose, die auch noch feucht ist. Es ist ein Mensch mit etwas längerem schwarzen Haar, zu einem Zopf geflochten. Der Bart ebenfalls ist so ein Kinnbart, aber auch etwas länger, auch mit mehreren Perlen versehen. Sieht relativ halt normal aus. Die gucken. Don Juan. Es ist kein Don Juan. Sie sprechen auch einwandfreies Russisch, es tut mir leid. Die gucken sich jetzt halt. Die White Russians haben ein phonetisch einwandfreies Bewusstsein. Nein. Elf, guckt euch jetzt an. Hi. Hi. Wir haben voll Bock mitzuspielen und ihr habt bestimmt voll Lust, uns mitspielen zu lassen, oder? Ihr seht so einsam aus. Wir haben keine Ahnung, wie das geht, also so grob, aber das ist ja nicht so schlimm. Klar könnt ihr mitspielen. Also wie das geht, kann ich euch kurz erklären. Na, ich habe schon mal Volleyball gespielt, aber Ach so, du meinst, du bist jetzt technisch nicht so geil drauf. Ja, sind wir auch nicht.
Das ist Urlaub, na, spielt doch mit. Weiß nicht, wie wollten die Teams haben? Wollt ihr nicht Frauen gegeneinander machen, oder? Das ist doch scheißegal. Egal. Ja, siehst du, dann teilt euch einfach auf und dann geht's los. Ha, wir spielen Elfen gegen Menschen. Okay. Komm, Ward. Alles klar. Wenn. Das hat er nicht verstanden, ne? Jojo. Gut. Nee, hab ich wirklich nicht verstanden. Was, hä? Mach doch nix. Let's go. Wie heißt du denn? Ward. Ach ja, stimmt, ja. Outgame, ich will das jetzt irgendwie erklärt haben, bitte. Ah, Englisch Ward zu Deutsch Warze. Aber Ward ist auch der Wächter, deswegen habe ich das nicht gemacht. Okay. Nee, das ist Warden. Ah, deswegen, weil ich nichts drauf habe. Danke. Gut, egal. Er kann offenbar auch nicht so gut Englisch, habt ihr ein Glück. Ja. Der Elf heißt Agafon und der... Wie Agafon. Heißt der? Ich kann's. Ey, das sind die russischen Namen für Jungen, die ich hier gerade aufgerufen habe. Ich kann es nicht richtig aussprechen, nehme ich an, oder heißt so? Also Agafon wie Grammophon quasi. Agafon, weiß ich nicht, Kurzform von mir. Du hättest keinen besseren Namen dir aussuchen können jetzt nicht, um hier ein Lachen. Es stand bei A. Warum gehst du da nicht zu B, wenn du den Namen nicht aussprechen kannst? Weil sein Kumpel schon Bogdan heißt. Da gibt's eben noch C oder D oder E oder irgendwas anderes, aber nicht Agafon. Okay, pass auf. Der Elf heißt Nee, nee, Gilepp. Nee. Jetzt nee, heißt nee, Agafon. Nee, jetzt heißt er Gilepp. Ich nenne dich absolut nicht von Agafon. Okay, Agafon und die Kurzform ist von, ja, das wisst du ja, das ist der Spitzname, das war also, ne? Und sein Kumpel heißt Bogdan. Okay, Agan und Bogdan. Das ist der russisch-türkische Duo. Ist Flummi tot? Nein! Geil, sorry. Ach Gott, du musst da hinfahren schnell. Ich dachte, Flummi, hier, Breath Control und so. Da ist was ist denn da Breath los? Mehr. Da ist kein Breath mehr zum Controllen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal warten eben, bevor wir den nächsten Witz machen. Flummi, bitte sag was. Ich glaube, die hat ein bisschen Pipi in der Hose. Ich mache mir gerade Sorgen, Mann. Nein, nie wieder. Darf ich nie wieder irgendeinen Namen ausdenken? Er hat Verbot. Ich glaube schon. Ich habe gerade nichts verstanden, aber okay. Du darfst dir nie wieder einen Namen ausdenken, du hast Verbot. Ey, das ist nicht ausgedacht hier, russische Jungennamen. Das erste ist Afanasi und das zweite ist Agafon. Das war alles logisch. Also uns tut's jetzt schon leid, wenn einer unserer Zuhörer zufällig Agafon heißt, dann klärt uns bitte auf mit einem MP3, wie es richtig ausgesprochen wird, weil wir oder bitte keine auch Ahnung. In phonetischer Umschrift, auch okay. Ja. Nee, warte, ich sehe gerade, Vaters Namen gibt's doch noch Agafonovic. Nehmen wir doch lieber Agafonovic, das ist noch schlimmer. Nee, es war halt, nee. Nee, nicht? Okay, gut. Ach, vielleicht noch kurz an unsere Zuhörer. Wir haben uns jetzt nicht für unsere Charaktere irgendwas eingeworfen. Also, ich bin jedenfalls nüchtern. Nur kurz zur Erklärung. Hast du echt das Gefühl, das dazu sagen zu müssen? Das ist aber schon ganz schön traurig. Ich glaube schon, wenn ich mir das im Nachhinein nochmal anhören muss beim Schneiden, dann wird mir, glaube ich, klar, dass wir ganz schön... Dann freust du dich. Wahrscheinlich, vor allem, wenn ich mir Sorgen mache, dass gerade Flummi irgendwie abnippelt. Lady lebt noch. Gut. Lady lebt halbwegs jedenfalls. Das ist doch wie die Sache mit dem Trockenfischbus. Da haben wir die Hälfte dann irgendwie an Lachpausen rausgeschnitten, glaube ich. Ja. Ach ja. Ja, also Agafon, ich bin mit Agafon. Mir geht's wieder gut. Du darfst nur diesen Namen nicht mehr sagen. Agafon? Drecksack. Hey, das war eine Einladung. Oh, mir tut alles weh. Schön. Auch die Milz. Die ganz besonders. Bei mir rappappelt alles. Vor allem die Brüste beim Lachen. Ja. Schön. Wir spielen jetzt Volleyball mit Agafon und Grammophon, dem anderen Bogdan. Telefon. Oktafon. Xylophon. Das neue Agafon, weißt du? Das ist so. Von Apple. Das könnte auch eine Werbung von Neonet sein. Das neue Agafon. Das erste Biocom-Link. Anal eingebaut. Nach Technomancern halt. Ja. So,
Herr Spielgeführter, wie geht's denn jetzt weiter? Wir Aufschlag. spielen jetzt Volleyball. Richtig, wie soll es weitergehen? Ihr spielt Volleyball, ihr habt nichts drauf, weiß nicht, ob ihr was drauf habt. Na, Schulsport-Volleyball halt, das schon eine Weile her ist. Ja, und also Blumi, sorry, Cat-like. aber na, Cat-like, weiß ich nicht, ob dir das hier viel bringt. Ich sag ja, was schon Aber eine Weile her ist. Nö, der hat nichts mehr drauf. es geht auch nicht nur darum. Das Ding ist, da kommt ein Ball, du musst entweder 15 Schritte zurückgehen oder 4 Meter hoch springen, um den zu kriegen, während Billy einfach mal den locker leicht mit einem halb erhobenen Arm antippt. Die Elfen sind schon allein wegen ihrer Größe halt im Vorteil, ne? Ey, ihr spielt Volleyball und irgendjemand wird hier gewinnen. Ihr könnt es auswürfen und nichts mehr, vollkommen Wurst. Die werden gewinnen. Voll scheißegal. Ach, plötzlich ist wieder scheißegal. Aber wenn du dann mal einen neuen Kart kriegst, dann ist der Wurf nicht mehr scheißegal. Pissnelke. Ja, die Elfen gewinnen, wegen der Namen. Und der Narben? Auch deswegen. Und wegen weniger Ballast, weil Milz vermisst. Aber Dürft mich solange. nicht mehr zum Lachen bringen, ich kann nicht mehr lachen, das tut jetzt weh. Es Wo tut denn? so weh. Du hast doch nur Angst vor zu viel Spaß. Richtig. Ja. Jetzt wirklich. Ja. Gut. Nee, dann wie viel, wie, also wie, ich hatte ja gesagt, um 4 Uhr rufe ich Jojo an, dann müsste ich normalerweise so eine Es Stunde ist jetzt später. so um 6 oder halb 7. Ich wollte schon sagen, Ja, ja. 7. Ich sage jetzt mal 7. Tu das. Wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, weil nach dieser fürchterlichen Niederlage, das kann man so nicht stehen lassen. Wieso? Willst du Boccia spielen jetzt oder was? Weil du Was? näher am Grund bist. Tischfußball? Oh, da kann die doch nicht hochgucken auf den Tisch. Na, ich kann mir einen Hocker dahinstellen. Ich glaube, man kann den Tisch sogar ein bisschen weiter runterstellen, weil da Oh, auch das ist Särge super, da kriegt dran ihr alle spielen können. Rückenschmerzen. Richtig, und meine Milz tut dann noch mehr weh, die nicht mehr da ist, also die Narbe. Was denn mit deiner Milz? Ja, die tut dann noch mehr weh, wenn ich mich die ganze Zeit bücken muss, oder? Also vorbeugen. Das war gerade von Bogdan die Frage. Ach so, das weiß ich schon nicht. Das muss ich auch vorher sagen. Verzeih, Bogdan fragt, was ist denn mit deiner Milz? Ja, nichts mehr. Wird? Ja, ist nicht mehr. Ja, aber wie kommt das denn? Ist ja krass. Die ist einfach weggelaufen, stell dir vor. Die hatte keinen Bock mehr auf mich, dann ist die weggelaufen. Okay. Die wurde immer von ihrem Magen gemobbt. Ja. Meine Magen. Fürchterlich. Fürchterlich. Das hättest du hören müssen. Okay, krass. Ja, war's auch. Und kriegst du da nicht irgendwie, weiß Dieses nicht. Gekeife und das nachts. Nee, aber jetzt mal im Ernst, kriegst du da nicht irgendwie Krankenversicherung? Kriegst du da nicht irgendwie Ersatz oder so? Wo arbeitest du? Na, ich arbeite bei Mostrans. Siehst du, da hätte ich auch mal hingehen sollen, hä? Was meinst du? Ach so, na, wo bist du? Ha, kennst du nicht? Wie, kenne ich nicht. Genau. Okay. Na, hat halt nicht jeder den Luxus wie du, ne? Ich hab jetzt Nee, sparen aber. müssen. Raff ich grad nicht. Alter, heute ist aber echt schon mit mir. Wo arbeitest Ja, nee. Ich bin Angestellter von Mama und Papa. Gestellte. Angestellte. du? Okay, alles klar. Okay. Was? Ich komme einfach nicht dahinter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du willst das gar nicht sagen. Die Es ist ist ja. Kosmetikerin. Ja, selbst angestellt. Ja, geil. Was hältst du da so zurück? So. Also ich meine, ich hab's ja gleich gesehen, weil die ist schon ziemlich hot. Tschüss, Dankeschön. Das hat jetzt aber lang gedauert, bis du damit in am Berg raus bist. Ja, ich will ja auch nicht total cheap wirken und ankommen und sagen, hey Baby, hier, krass, du siehst super aus oder sowas. Ich wollte erst mal rüber spielen. Ich meine, aber jetzt, wo das Gespräch drauf kam, na, kann man ja schon mal einwerfen, dass es auf jeden Fall besser aussieht als bei den Bitches, die nicht mal dran denken, irgendwie das Wasser festzumachen. Tja, was soll man sagen? Was machst du denn bei Mostrand so? Na, hauptsächlich tatsächlich schweißen. Also halt immer mal wieder irgendwelche Reparaturarbeiten und sowas in der Richtung. An größeren Maschinen und sowas. Arbeitest du an der Hoverkraft-Serie oder was für Mostrans mit? Größere Maschinen, Hoverkrafts. Kommen mir bei Mostrans einfach Hoverkrafts in den Kopf. Hovercrafts? Hovercrafts? Nee, Luftkissenboote. nee.
hauptsächlich in der neuen Motorradproduktionslinie, die ja jetzt eigentlich ziemlich gut ankommt, da die Großmaschinen halt, die da zur Herstellung gebraucht werden, da geht halt immer wieder was in den Arsch. Ach so. Ja. Motorräder, schön. Bist du auch ein Motorradfreund? Och, ja, also wenn es schnell ist. Sorry, ich brauch kurz. Wieso brauchst du jetzt kurz? Ich brauch kurz. Was ist denn jetzt so witzig, spiel da dran? Warte, nein, das ist Outgame, jetzt kommt's gleich wieder Ingame, warte. Ich krieg's raus, warte. Was kriegst du raus? Oh. Seine Wurst. Da kommen wir ja rein. Er sagt, na, da können wir ja eine Spritztour machen. Ich habe schon ein ziemlich schnelles, heißes Gerät. So. Das war jetzt aber schon cheesy, ne? Das weißt du jetzt, oder? Das war jetzt wieder cheesy, oder was? Ja, natürlich war das cheesy. Jojo setzt sich auf den Boden und guckt den beiden zu und grinst. Hier, Agaphon, kümmere dich mal um Jojo. Nee, lass mal, ich muss das sehen. Agaphon holt nervt etwas zu trinken. Geil. Ich habe jetzt leider das Letzte, was du gesagt hast, vor, kümmere dich mal um Jojo, nicht verstanden das. Ja, ich merke mir doch nicht, was ich sag. Ich weiß es wirklich nicht, was ich gesagt habe. Schreib doch mal in die Kommentare, was er gesagt hat. okay. Ah ja, irgendwas mit heißes Ding, das geht auch nicht, weil es cheesy ist. Ja, aber ich meine, erst kommt hier, dass ich zu spät bin, dein nettes, ansprechendes Äußeres zu beachten und jetzt ist das wieder cheesy. Also ich meine, das ist schon ein bisschen kompliziert. Naja, mein Junge, ich bin einfacher Mann. Jetzt musst du mal ganz kurz aufpassen. Das erste war über mich, das hättest du früher sagen können, über das dein heißes, schnelles Ding. Das ist ja dann über dich, das ist ja dann weniger interessant. Ne? Oh, du bist so eine Frau, ey. Wunderbar. Ach, bin ich's jetzt, ne? Ja, klar. Mensch, sprichst du jetzt gerade OT oder IT? IT. Gut. Natürlich. Tschüss. Was findest du denn jetzt wieder? Weiter. Ich glaube, wir haben jetzt einen T gefahren. Nimm's nicht so ernst, Boogie. Du darfst sie wirklich nicht ernst nehmen, die ist einfach lustig. Das du ist... kannst schon... Nee, du hast, er ist überfordert. Nee, du hast ja recht. War ein bisschen cheesy. Bisschen? Arg. Ja, es... Aber ich hab wirklich ein cooles, schnelles Motorrad. Und du meintest ja, du fährst drauf ab. Ich hab gesagt, wenn es schnell ist, ist es toll. Und ich scheiße, du bist echt super, super verwirrt. Du hast ja keine Ahnung. Ich merk schon, ist auf jeden Fall der Fall. Auf jeden Fall der Fall. Ey, wie gesagt, ich bin einfacher Mann, ich bin Schweizer, jetzt kannst du nicht auch noch meine Grammatik irgendwie blöd machen, hallo? Blöd machen? Ich mach deine Grammatik nicht blöd, Alter. Ich frag doch nur, ich hinterfrag doch nur. Und außerdem ist es gut für dich, wenn du noch etwas lernst heute, etwas Etikette vielleicht an den Tag legen kannst zum Schluss, dann kannst auch vielleicht mal mit dem nächsten Mädel dann tatsächlich was werden. Also, bei dir hab ich jetzt schon keine Chance mehr, meinst du? Ah, komm, Junge. Du möchtest das gar nicht. Du möchtest es nicht, glaube es mir. Er zeigt jetzt auf Jojo, hey, du, und was, auf was fährst du so ab? Nee, ich mach's gleich direkt, auf euer Gespräch. Hab ich's bei dir schon verschissen? Guter Junge. Ich hab grad eine Menge Spaß, macht weiter. Ihr unterhaltet mich prächtig. Nee, also, sie hat ja schon gesagt, beim nächsten Mädel hättest du eine Chance. Du bist das nie. Sorry, das ist nicht so. Ich wollte schon sagen, das passt nicht. Oder? Nee. Ich weiß nicht, stell dich mal neben ihn. Nee, ich bin nicht sein Typ. Das ist okay. Bestimmst du das jetzt gerade? Ich weiß das sieht man. Sagt mal ihr beiden. Ha? Jetzt mal so, unter uns. Habt ihr noch was dabei? Wenn ich dem sage, wo das war, dann will er das nicht mehr. Naja, ich meine... Ja, die Teller, die siehst du doch aus 10 Meter Entfernung. Das sind größte keine Teller. Es steht gerade voll in der Sonne und eure Pupillen sind größer als, weiß ich nicht, eure Gesichter oder so. Das, so das geht ist nicht. Auch nicht. Anatomisch gar nicht möglich. Ja, okay, ist ja okay. Ich bin einfach am anderen. Habt ihr noch was? Ist nicht mein Zeug. Ich hab da so jemanden getroffen. Wo sollen wir das denn haben? Na, weiß ich nicht, vielleicht im Spind oder so? Ich frag doch nur. Nein. Okay. Wie habt ihr das reingekriegt? Also ich meine, die achten eigentlich ja schon ein bisschen drauf, so. Wir sind Frauen, mein Freund. Ach, jetzt sind mal wieder Frauen. Hä? Nix.
Okay. Naja, na, sie jetzt ist halt die Frauen, nicht mehr. Aber die. Hä? Aber ja? Die achten ja auch bei Frauen ein bisschen drauf, so. Nicht bei allen. Frauen. Naja, okay, ihr seid super verwirrend vor allen Dingen. Nee, wenn das verstehen. Irgendwann wirst du es verstehen. Dann wirst du sagen, iiih, und dann wirst du gehen und ganz angewidert sein. Agathon guckt dich gerade schräg von oben an und sagt, siehst du, er hat's verstanden. Er ist schlauer als du. Es dauert noch ungefähr 10 Sekunden, bis bei Bogdan der Groschen fällt und dann verzieht auch er etwas das Gesicht. Ach, jetzt ist das unangenehm, aber wenn du ihn reinstecken würdest gerne, dann auf einmal, dann ist es nicht mehr auf Gesicht verziehen, ne? Pussy. Trink mal noch einen. Oder wann macht denn die Bar wir gehen auf? Jetzt was trinken. Wann macht denn die Bar auf? Kommt ihr mit, Jungs? Um 8. Nee, die sind jetzt angewidert. Agathon klopft Bogdan auf die Schulter, der irgendwie aussieht, als würde er nicht mehr ganz mitkommen, seitdem ihr aufgehört habt zu spielen und tatsächlich sprecht. nee, ist okay. Es war jetzt nicht so. Also es war ein bisschen komisch, aber es liegt nicht daran, aber... ich habe ja eh bei euch beiden keine Chance mehr, dann kann ich auch gehen. Ach, wir können Jupp, versuch's mal mit den Mädels da vorne. Ich glaube, die sind willig. Meinst du? Ja. Du kannst ihnen ja dann Kosmetiktipps geben, die du bei mir abgeschaut hast. Aber ich glaube, das kommt nicht so gut. Also ich meine, offenbar, wie ich jetzt wieder mal gemerkt habe, habe ich so keine Ahnung, wie man mit echten Ladies spricht. Aber ich glaube, wenn ich denen das sage, dann ist erst recht zu spät, oder? Oh, wenn du lernen willst, mit Ladies zu sprechen, dann musst du mit ihr klarkommen, nicht mit mir. Ja, ich aber gehe ich mir jetzt was zu trinken holen. Bis später. Ich komme bis später. Oder auch nicht. Na gut, viel Spaß. Wie gesagt, versuch's bei den Mädels da vorne. Er tut es nicht. Die hören nicht mal. Das war auch nur irgendwer. So eine Familienmutti, weißt du, 104 Kilo, das fünfte Kind aus den Lenden gepresst. Ja, probier's mal bei der, die ist doch willig. Salami in Hausgang. Jo. Die Fetten sind dankbar, die halten wenigstens Maul. Ach, Red Russians Toni. Haben 90% ihrer Sprüche von Acitoni. Wenn ihr nicht kennt, wer Acitoni, also wenn ihr nicht wisst, wer Acitoni ist, dann tut's uns auch leid. Ach, das kennt man doch. Das gibt gewisse Sachen, die kennt man. Ich weiß nicht, kanntest du ihn bevor? Natürlich. Ja, gut, tut mir ja leid. Hallo? Wofür Hallo? Hältst du mich eigentlich? Du kannst mir wirklich alles an den Kopf hauen, aber irgendwann ist auch mal gut. Wie garfoul. Ich muss kurz euch, noch meinen was französischen tun. Dialekt raushauen. Ja, da fliegst 18. du aus der Gruppe. Gut, wir holen uns was zu trinken jetzt. Also es wird dann auch mal Zeit, dass wir dann noch ein Trinkt. Bisschen trinken. Dass wir trinken, ja. Richtig. Ja, der Sand und so, das macht ja auch einen trockenen Mund und das Zeug, was ihr euch eingeworfen habt, auch. Und ach ja, so trinken ist schon schön. Ja. Yay. Das wird man tun. Frau. Oh, wunderbar. Und danach können wir ins Wellenbad gehen. Wellenbad? Ja. Gute Idee. Na, siehst du, ich habe nur gute Ideen. Ich sehe also, schon, du machst ja wirklich gerade Urlaub hier. Natürlich. Gut. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Ja. Das haben wir uns auch verdient. Natürlich. Nachdem Billy ungefähr einen Monat lang zu Hause rumhing und ihre Milznarbe betrauerte, hat sie sich jetzt wirklich mal einen Urlaub verdient. Sehe ich auch so. Meine arme Milz. Die vermisst mich bestimmt. Wir gehen jetzt ins Wellenbad. Jojo nimmt Billy bei der Hand und geht mit ihr. Ja, Mama. Ach so, umgekehrt soll das einfach eigentlich sein, oder? Stimmt, Mist. Ich muss dich an der Hand nehmen. Geh mal vor. Geh mal vor. Geh mal bei die Mutti. Ja, Mama. Mama Eimi, die Schaf. Ich höre ja selten zu, wenn ihr irgendwas so redet, aber ich habe natürlich ganz genau die Ohren gespitzt, als es darum ging, was Billy für ein Bikini trägt. Und war da nicht die Rede von irgendwie obenrum ganz wenig Stoff? Im Wellenbad? Hallo? Wo alles ja. rumspringt? Moment. Ich habe einen Link ins Dings gepostet, bitte, ja? Das habe ich gerade akustisch leider nicht verstanden. Um 21.02 habe ich einen Link gepostet ins Teamspeak. Du hast schon wieder Lex? Bitte den Link auf die Schuhe 2 gepostet habe. Das ist ja was völlig anderes und merkwürdig. Oh, ja, okay, gut, dann habe ich doch gar nicht gesagt. Das ist ein geregelter Monokini. Entschuldige bitte, weil es kein Monofilament ist, oder was? Ja, deswegen. Ich hätte das gern gehabt. Ja, okay, dann habe ich ja ehrlich gesagt. So, und? Mein Gott, dann würden halt die Brüstchen rausspringen, die kleinen. Macht doch nichts. Ich dachte nur nicht, dass das zur Lady passt, aber bei dem ist ja eh alles egal.
Ich wollte gerade sagen, schau's noch mal bitte kurz mein AR-Bild an und dann unterhalten wir noch mal uns nochmal über Lady. Düs, ich habe dich sehr gern. Dankeschön. Ich dich doch auch. Okay, ja. Wellenbad. Ja, da gibt's Wellen und da kann und man hüpfen und das ist witzig. 90% der Wellen gehen über Flummis Kopf, über Jojos Kopf. Mist. Rettungsschwimmer. Irgendwann ist ihr aufgefallen, dass sie vielleicht mal ein bisschen weiter zurückgehen sollte. Das wird sie dann noch tun. 89% der Wellen, nein, okay. 72. Na, sie kann schwimmen, immerhin das. Ja, wir können auch schwimmen. Boah, fick kann dich. Sie das auch wirklich? Ja, na klar, Wellenbad, Spaß, passt. Jo. Schön. Das machen wir dann auch ein bisschen, bis wir uns ausruhen dann. Erstmal, wir müssen jetzt erstmal auf Sand, warmen Sand legen und ein bisschen Sonne einfach. Das ist da vorne irgendwo. Ja, und dann, wenn es dann Zeit ist, gehen wir eh hoch. Also da, wo Musik ist. Ihr könnt leider keine Sandburgen bauen, einfach aus dem Grund, dass halt nicht so viel Wasser da ist. Da musst du erst irgendwie mit einem Gefäß, das du nicht besitzt, Wasser zu dem Sand karren. Zusätzlich fänden das vermutlich die Bademeister nicht so sehr super geil. Stimmt, und dann machen die Probleme hinterher. So ein Scheiß. Dann bauen wir halt keine Sandburgen. Aber wir können uns trotzdem auf den Sand legen. Und dann kann ich lustige Bilder in den Sand malen. Da bleibt gar nicht mehr viel zu sagen nach der Episode. Ich denke, ihr habt alle mitbekommen, was Sache ist. Ich versichere euch allerdings, wir haben keinerlei Drogen zu uns genommen, während die Session aufgenommen wurde. Und wir versichern euch auch, dass die White Russians keinerlei Drogen nehmen, jedenfalls keine illegalen Sachen. Das ist alles rein nur in unserer Shadowrun-Welt. Ich bin spät dran mit dem Hochladen der Episode, weil ich einfach die Woche keinerlei Zeit gefunden habe, die Sache fertig zu schneiden und vor allem das Outro einzusprechen. Arbeit ist momentan echt schlimm, aber das interessiert euch eh keinen feuchten Fuzzi, deswegen mache ich es auch kurz heute, das Outro. Die Folge ist ja wieder lang genug, nachdem die vorhergehende wirklich kurz war. Lag nicht an mir, ich war ja auf Geschäftsreise, deswegen bla bla bla. Jetzt gibt's wieder was Längeres. Die nächste wird auch wieder etwas länger und ich verspreche euch auch, es wird nicht so ausschweifend wie diese Folge hier. Ich hoffe, euch hat's trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem weiter treu und freuen uns auf eure Comments schon definitiv oder halt eure Kritik. Nichtsdestotrotz, wie immer an der Stelle, liebe Grüße an unsere Zuhörer. Ich nenne sie immer alle jetzt beim Namen. Wir haben 12 Subscriber, jetzt wird's langsam doof. Wie immer müssen wir erwähnen, dass die White Russians mit der Creative Commons License erstellt wurden, beziehungsweise unter der Creative Commons License laufen. Das heißt, wir haben keinerlei Ansprüche an irgendwelchen genannten Markennamen. Sollte es Überschneidungen geben mit irgendwelchen tatsächlich existierenden Personen, nehmen wir davon Abstand, beziehungsweise müssen klarstellen, dass das alles fiktive Charaktere sind, fiktive Handlungen ausführen. Aus dem Grund nochmal angesagt, The Shadowrun gehört der Tops Incorporated. Wir haben damit nichts zu tun. Die Intro- und Outro-Music kommen von den Kremlkrauts, genauer gesagt von Ivan Ivanovich und den Kremlkrauts. Zu finden sind die Leute auf soundcloud.com. Schaut mal rein, gibt's viele Musik, die man sich anhören kann. Und das war's auch dann von mir. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ein schönes Leben und bis zum nächsten Mal. Eure White Russians. Tschüss.